Was du willst, soll sein, das Ganze von dem Gesetz. Grüße dich, Janosch. Grüß dich, Aaron. Freut mich, wieder hier mit dir zu sprechen. Me too. Wie geht es dir? Mir geht's wunderbar, freien Tag gehabt, mittags nochmal schön ausgeschlafen. Ich bin bereit. Alles klar. Hast du gestern auch dir diese Wahnsinnszeremonie angeschaut von der Beerdigung der Queen in England? Nee, sowas kann ich mir dann doch nicht antun. Aber ich habe gehört, du hast mal reingeschaut. Genau. Ich habe das ja mir angeschaut. Also ich habe das keine 8, 9 oder 10 Stunden angeschaut, das nicht. Aber ich habe da zufälligerweise reingeschaut, als die Queen in so einer Kapelle drin war, wo ich gedacht habe, boah, wenn das eine Kapelle ist, wo, ich weiß nicht, ich wohne ja in einem Haus drin, aber das Haus würde wahrscheinlich 5-mal da reinpassen. Ne, ich dachte so an die Kapellen, die man in Bergen in Österreich oder in Deutschland sehen kann, die ja in der Kapelle dann aufbewahrt wurde, kurze Zeit. Und dann hat der Priester da seine Rede oder sein, was, wie nennt man das? Ja, seine Sprache, Ansprache gehalten. Und dann hat er gesagt, möge sie in Frieden ruhen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob er gesagt hat, möge sie ewig in Frieden ruhen oder möge sie nur in Frieden ruhen. Und dann kam noch das mit der heiligen Stadt von Jerusalem. Also dort soll sie ja dann ruhen. Ne? Und ich habe mir dann so überlegt, okay, will ich tatsächlich in Frieden ruhen? Und Frieden ist ja für mich passiv. Also du tust nichts mehr, ne? Und Ruhen ist eigentlich auch passiv. Du tust dann auch nichts mehr. Also bist du gleich zweimal tot. Und ich mir so überlegt habe, dann, wie ist es eigentlich bei der Reinkarnation? Wenn man davon ausgeht, dass der Mensch reinkarniert, dann ist das ja eigentlich ein böser Spruch. Und ich mir dann überlegt habe, nee, ich möchte lieber im Krieg aufrecht sterben und dann wieder auferstehen, als dass ich mir sowas antue oder sowas zulasse, dass irgendwelche Menschen zu mir sagen oder zu meinem Geist oder Seele sagen, so, du mögest doch in Frieden ruhen. Wie ist das eigentlich beim Chassidismus? Ist das eigentlich auch so, dass man irgendwie so einen Spruch loslässt? Also mir sind jetzt nicht die genauen Beerdigungszeremonien bekannt, aber es fängt schon an mit dem Wort Frieden, also auf Hebräisch Shalom. Da verstehe ich schon ein bisschen was anderes als dieses inaktiv gar nichts mehr tun und einfach nur irgendwie auf einer Wolke sitzen und sich langweilen, sondern für mich ist Shalom auch vom Wort Ausgleich, also kann man auch so übersetzen als Vergeltung, Ausgleich oder auch als Harmonie, also da, wo die Verhältnisse in ein Gleichgewicht gekommen sind. Aber Gleichgewicht heißt ja nicht unbedingt, dass es Stillstand ist, sondern Gleichgewicht kann auch eine Art Tanzbewegung sein oder so eine Art wie ein Kreisel, der sich dreht. Im richtigen Gleichgewicht ist trotzdem dreht er sich weiter. Also für mich ist Shalom einfach nur in Frieden mit den Umständen sein, aber das heißt nicht, dass man selber in völliger Bewegungslosigkeit irgendwie verharrt, sondern es geht immer weiter, aber man ist halt sozusagen im Flow drin und fühlt und eckt nicht mehr überall an. Also der Unfrieden ist quasi, wenn man überall an die Begrenzungen stößt, die vorhanden sind. Dagegen der Frieden, der Shalom ist halt, wo zwar immer noch die Begrenzungen da sind, weil nur durch die Begrenzung ergibt sich überhaupt Form und man kann überhaupt dadurch erst was erleben, aber es fügt sich eben eins ins andere, wie so ein wunderschönes Mosaik. Dann ist es nicht einfach nur noch nicht nur zerbrochenes Glas, diese ganzen zerbrochenen Formen dieser Welt, sondern es zeigt sich halt das wunderschöne Gesamtbild. Und also was du erzählt hast, also als du mir das erste Mal erzählt hast mit der Queen und dass dich das gestört hat mit dem Ruhe in Frieden, da habe ich ja an die Vorstellung von Valhalla vor allem gedacht, die mir auch sehr viel näher oder sehr viel sympathischer ist. Das drückt es nochmal in einem deutlicheren Bild irgendwie aus. Also der Wikinger, wenn er stirbt, dann ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, dann sitzt er nicht auf der Wolke und guckt von da an nur noch zu, was unten auf der Erde passiert, sondern er kommt immer wieder, feiert wieder die Schlachten mit seinen Kameraden, stirbt vielleicht auch als Held im Kampf mal wieder, aber dann steht er halt wieder auf und genießt das Festmahl, das Siegesmahl danach zusammen, besäuft sich, betrinkt sich, stürzt sich in den nächsten Rausch der nächsten Schlacht und so geht es immer weiter. Also dieses ewige Weiter, dieses ewige immer wieder den Zyklus neu beleben, neu auferstehen, das steht da so im Vordergrund. Und
Ich glaube, dass eigentlich alle Religionen, die die Wahrheit wirklich irgendwie erspürt und erahnt haben, auch immer sich so die Ewigkeit vorgestellt haben. Nicht als was Statisches, sondern eben als das alles Vervollkommnende. Also das, was uns hier in der begrenzten Welt des Erdenlebens nicht möglich ist, weil halt hier müssen wir uns immer entscheiden zwischen diesem oder jenem Weg. Aber Ewigkeit heißt, du gehst beide Wege, gleichzeitig, nacheinander, wie auch immer. Es ist einfach alles möglich und keine Begrenzung mehr. Für mich ist dann die Formulierung Ruhe in Frieden auch wirklich total unpassend. Also eher feiere in Harmonie oder ja, sowas. Also mach weiter. Aber jetzt ohne die Schwere, jetzt mit der Leichtigkeit. Ja, Sowas meine ich. das ist ja auch wie mit der Sonne, die ja auch aufgeht und dann wieder untergeht. Ne? Am Tag ist sie dann der Held und dann geht sie unter, sie stirbt und dann geht sie wieder hoch. Aber das ist noch eigentlich so auch das altäonische Weltbild. Crowley hat es eigentlich ziemlich gut dargestellt einmal. Er hat gesagt, früher hatte man geglaubt, die Sonne stirbt, so wie halt der Krieger, der stirbt und dann irgendwann geht die Sonne wieder auf und dann wird sie wieder, also ist sie wieder auferstanden. Und deswegen haben dann die alten Völker, die haben halt dann immer zur Sonne gebetet, damit sie halt auf jeden Fall wieder kommt, ne? Sonst gibt es ja nicht mehr viel Leben. Das wurde ja das Ganze übertragen auch auf Jesus letztendlich. Und er hat gesagt, und heute ist es so, dass halt das neue Äon ist der Mensch selber die Sonne, die die Erde beglückt oder bestrahlt von seiner unendlichen vielen Energie, die er halt in sich trägt und halt seine Botschaften oder sein Tun, seinen wahren Willen halt ausführt. Also man muss nicht mehr dann sterben, sondern man lebt ewig. Wobei da könnten wir uns auch mal Gedanken machen in den nächsten Podcast über den Tod. Da gibt es auch einiges Interessantes zu sagen, wie Crowley das gesehen hat. Aber das ist ein anderes Thema dann, ja. Das mit der Sonne, die zwar für uns manchmal nicht sichtbar ist, aber eigentlich immer irgendwo die Erde bescheint, ist eben auch so, dieses Leben ist nicht begrenzt auf die Zeit zwischen Geburt und Tod. Das war sozusagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, das altäonische Erleben der Menschheit getrennt von der anderen Seite. Da wirkt es dann so, als ob das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Aber wenn man eben weiß, dass die Sonne eigentlich niemals wirklich untergeht, sondern einfach nur aus dem Sichtfeld gerät, dann heißt es auch, dass unser wahres Leben manchmal nur aus unserem Sichtfeld, aus unserem bewussten Sichtfeld gerät. Es ist aber trotzdem da. Und je mehr man zu diesem Empfinden und Erleben durchdringt, desto mehr wird eben auch der Tod, der sogenannte, eben auch wieder nur so eine Art Weitergehen in einen anderen Winkel des großen Hauses, was die Welt ist. Und von dort scheinen wir dann weiter auf die Erde und auf das Leben werden. Da fällt mir eine Geschichte ein, die habe ich vor ein paar Jahren gehabt. Da war ich noch im Außendienst tätig und ich weiß leider nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Diese Erkenntnis auf jeden Fall war das eigentlich das, was du gesagt hast, die Sonne ist ja eh da. Also egal, ob jetzt Nacht ist oder bewölkt ist. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, dass irgendein Moderator, so ein Wettermoderator, gemeint hatte, er wird nicht mehr sagen, dass wenn die Sonne scheint und wolkenlos wäre, dass es ein schönes Wetter wäre, weil das wäre ein Resultat des Klimawandels. Ne? Also kann man so sehen. Aber ich habe mir dann so gedacht, ja, interessiert mich eh nicht. Selbst wenn es bewölkt ist, weiß ich, dahinter ist die Sonne. Sie ist da. Ne? Insofern ist dieses schöne Wetter für mich eigentlich immer da. Egal, ob es draußen stürmt oder regnet oder schneit oder nur die Sonne scheint. Im Prinzip ist es vollkommen Bums. Die Sonne ist auf jeden Fall da. Und das hat mich damals sehr befriedigt, wo ich diese, ich sage jetzt mal, Erkenntnis hatte, obwohl die ja jeder in sich trägt, ist es ja aber so, dass wir mehr danach leben, oh, jetzt regnet es, es ist windig, jetzt ist es kalt und dadurch halt oftmals ins Depressive reinkommt. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, dass die Sonne so oder so da ist, sie ist ja da. Wir sehen es halt gerade nicht, aber das ist doch das Schöne daran. Sie ist da. Punkt. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, kann er so viel erzählen, was er will, aber es interessiert mich dann auch nicht mehr. Aber das hilft vielleicht auch andere Menschen, wenn er das sowas, wenn jemand sowas formuliert, wegen dem sogenannten menschengemachten Klimawandel, dass
die Leute dann vielleicht auch mehr zum Nachdenken angeregt werden und sich überlegen, ob es nicht auch schön ist, wenn es tatsächlich regnet, weil es halt auch eine Suggestion ist. Schlechtes Wetter, Regen, gutes Wetter, Sonne. Und dann denke ich mir, ja gut, das ist natürlich eine Bewertung in der Richtung. Und gerade jetzt in diesem Sommer, zumindest hier in meiner Region, Frankfurt und Umgebung, hat man wirklich gemerkt, wie der Regen eben auch ein Segen sein kann. Also da können natürlich irgendwelche Länder in der Wüste noch mehr ein Lied von singen. Also der Regen, die Pflanzen werden endlich wieder grün, die Wiesen, die so aussahen wie Steppen, werden endlich wieder grün und saftig und die Bäume freuen sich und so weiter. Und überhaupt das Bild vom Wetter ist auch ganz gut zu dem, um nochmal zu dem Thema Rest in Peace, Ruhe in Frieden zurückzukehren. So die Sichtweise auf den sogenannten Himmel oder das Himmlische im chassidischen Judentum ist auch ungefähr so, hier in der Erdenwirklichkeit, wenn wir also noch nicht befreit sind von der Schwere der Erde, da haben wir halt das Wetter an dem Ort, wo wir uns gerade befinden. Und da ist es dann halt mal hell, da ist es mal Tag, mal Nacht, da ist es mal Sonnenschein, mal Regen, mal bewölkt und so weiter, mal stürmisch, mal windstill. Aber wenn wir uns erheben, von dieser Schwere befreit werden und sozusagen im himmlischen Leben unser Erleben haben, dann wissen wir, wie am Himmel auch das Wetter uns das zeigt. Wenn wir den ganzen Himmel betrachten, da gibt es am einen Teil des Himmels sind halt Wolken, da ist also die Sonne bedeckt, an einem anderen Teil ist die Sonne so weit weg, dass sie gar nicht mehr sichtbar ist und dann ist halt wieder der Teil, wo die Sonne gerade ungehemmt strahlen kann. Und genauso das Wasser, also im Hebräischen ist das Wasser immer so das Bild für den Zeitverlauf, für das Fließen der Zeit, weil das Wasser auch immer fließt, es fällt eigentlich sogar immer. Also es ist immer ein Fall von irgendwo oben in der Quelle, geht es immer weiter der Schwerkraft nach sozusagen, es ist gebunden an die Schwerkraft. So erleben wir im Irdischen die Zeit. Sie geht immer weiter, fließt immer weiter, raubt uns sozusagen alles aus der Vergangenheit. Es ist dann weggerafft von uns sozusagen. Wir haben immer nur den Moment. Aber im Himmel ist auch Wasser. Und da gibt es dann sogar das hebräische Wortspiel, das Wort für Himmel, Shomaim, kann man auch als Shomoim, dort Wasser, dort ist Wasser übersetzen. Also auch am Himmel ist Wasser. Und das ist ja auch ganz plastisch tatsächlich so. Die Wolken sind ja auch Wasser, nur in einer anderen Form, in der gasförmigen Form und eben gebunden an einen Fleck. Und da hat das Fließen dann aufgehört. Da ist hier eine Wolke, da ist dann so eine Wolke, die gerade nicht regnet, da ist dann vielleicht eine Wolke, die regnet, die spendet das Wasser dann wieder nach unten. Und an einer anderen Stelle ist gar kein Wasser, da ist dann halt die Sonne frei am Strahlen. Und so ist eben am ganzen Himmel überall alles Wetter vorhanden. Also hier ist das eine, da ist das andere Wetter und da ist alles parallel. Aber nur der, der auf die Erde begrenzt ist, nimmt halt immer nur das Wetter wahr, was gerade auf seinen Platz auf Erden hinabkommt. Also sei es als Sonnenstrahl, sei es als Regen. Ja, schön. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort für diese erste Etappe. Und dann können wir jetzt ja dann wechseln auf unser eigentliches Thema. Und da geht es um das Wörtchen weil. Tja, ich lese mal die betreffenden Verse vor. Das ist Hadith 27 bis 33. Da ist große Gefahr in mir, denn wer diese Runen nicht versteht, wird einen großen Fehler begehen. Er wird herabstürzen in die Grube namens Weil, und dort wird er umkommen mit den Hunden der Vernunft. Nun ein Fluch auf Weil und seine Sippe, sei Weil verflucht auf ewig. Wenn der Wille innehält und heult, warum? Das Weil anrufend, dann hält der Wille inne und tut gar nichts. Wenn Stärke fragt, warum, ist Stärke Schwäche. Auch ist Vernunft eine Lüge, denn da ist ein Faktor unendlich und unbekannt und all ihre Worte sind verdreht. Genug von Weil, sei es verdammt wie ein Hund. Ja, das waren jetzt die Verse über Weil. Es gibt noch einen anderen Vers, das hat auch was mit dem Weil zu tun und das ist das von Noit, Vers 44. Denn reiner Wille, unbeschwert vom Zweck, befreit von der Gier nach Ergebnissen, ist in jeder Hinsicht vollkommen. Auch einer meiner Lieblingsverse, übrigens. Ja, Weil ist ein schweres Thema. Also weil meine ich jetzt mit, was ist Verstand, was ist Vernunft, was ist der wahre Wille? Crowley hat ja einiges dazu geschrieben und du meintest ja auch, dass es mehr so in das Philosophische hineingeht bei ihm. Wie würdest du damit anfangen wollen jetzt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Man könnte natürlich jetzt erstmal ganz lang und breit über die Worte Vernunft, Verstand, Bewusstsein und so weiter sprechen. Aber vielleicht stellen wir das erstmal ein bisschen zurück und gucken mal, was dann im Laufe des Gesprächs dazu noch kommt. Ich würde vielleicht erstmal den Fokus auf das setzen, was für mich da wirklich auch das Entscheidende ist, was da für mich im Zentrum steht. Nämlich das, was ich auch so aus dem chassidischen Ansatz kenne, dass man bei seinem Tun und Handeln nicht zu sehr die Zwecke des Handelns im Vordergrund haben sollte. Also nicht so sehr darauf gucken soll, was das Ergebnis sein wird, wenn ich jetzt dieses oder jenes tue oder dieses oder jenes nicht tue, sondern einfach tue das, was ich tue, weil ich es in dem Moment für richtig halte. Und das kann dann im anderen Moment auch wieder was anderes sein. Es kann sogar sein, dass ich im Nachhinein vielleicht denke, okay, wenn ich das nächste Mal in der Situation bin, werde ich dann anders handeln. Aber das heißt nicht, dass ich dann irgendwie es mir an die Brust schlage und den ganzen Tag weine, weil ich das Falsche getan habe, sondern ich weiß ja, in dem Moment habe ich getan, was ich für richtig gehalten habe. Da habe ich einfach meinen Willen ausgelebt und dann bin ich auch bereit, alle Konsequenzen auf mich zu nehmen. Das heißt aber ja nicht, dass ich dann beim nächsten Mal in der Situation dasselbe wieder tun muss. Ich kann mich ja und soll mich ja immer weiterentwickeln. Aber der Begriff, der für mich das alles am besten zusammenfasst, ist eigentlich die Absichtslosigkeit. Also absichtslos handeln, nicht eben aus der Lust am Ergebnis, in der Hoffnung, ein dieses oder jenes damit zu erreichen und dann dafür belohnt zu werden oder zu vermeiden, bestraft zu werden für meine Taten, sondern einfach zu tun, was ich will, weil ich es für das Richtige, das Rechte halte. Und das ist natürlich auch so ein Paradox wieder mal, wenn man sich sowas vornimmt, ich will jetzt absichtslos handeln, dann habe ich ja quasi die Absicht, absichtslos zu sein. Es ist also schon wieder eigentlich nicht absichtslos. Deswegen kann man da eigentlich mit der reinen Vernunft oder dem logischen Denken gar nicht sinnvoll rangehen. Da kann man vielleicht sich irgendwas zurechtlegen, sich, sagen wir mal, Routinen für den Alltag irgendwie ausdenken, wie man sich ein bisschen besser in so eine Stimmung versetzen kann, einfach mal drauf loszuhandeln. Aber in dem Moment des Handelns muss man dann eben loslassen. Da kann man dann nicht die ganze Zeit mit seinen bewussten mentalen Gedanken da eingreifen, beziehungsweise wenn man das tut, dann ist man eben wieder in diese Grube namens Weil gefallen, weil man dann wieder anfängt zu rechtfertigen, warum man jetzt dieses oder jenes tun will und getan hat und tun wird. Und deswegen ist es was, was man eben nicht irgendwie jemanden in Worten erklären kann, wie man absichtslos ist, sondern man kann es einfach nur erleben, indem man immer öfter sich mal den Mut gönnt, sozusagen, einfach mal zu tun und dann auf sich zukommen lässt, was das Ergebnis sein wird und sich über jedes Ergebnis freuen, weil das wieder eine neue Herausforderung, eine neue Möglichkeit einem offenbart. Und dann ergibt sich mit der Zeit eins aus dem anderen. Dann tut man und dann ergibt sich daraus was und dann tut man eben wieder. Und dann ist das mentale Verarbeiten dieser Prozesse, dieser sozusagen Ursache-Wirkungsbeziehung immer mehr in den Hintergrund oder man könnte vielleicht sagen ins Unterbewusstsein verlagert, dass man zunehmend seinem Unterbewusstsein vertraut, dass schon alles sich so ergeben wird, wenn man einfach seinen inneren Impulsen nachgibt, sich von ihnen lenken lässt, leiten lässt. Und das ist eben, wie gesagt, eine schöne Idee, sie dann tatsächlich umzusetzen im ganzen Alltag, in jedem Moment. Das wird man nicht von jetzt auf gleich schaffen, aber da sind wir eben wieder bei dem großen Kampf, den dieses Leben ist, den dieses Leben darstellt. Man muss erstmal den ersten Schritt gehen, dann ergibt sich irgendwann der zweite daraus. Und Vertrauen auf sich selbst haben, das ist das Allerwichtigste. Ja, also ich hatte da mal im Kommentar von Michael D. Eschner mal reingelesen und er hat da vor allem Crowley sprechen lassen, aber er hat halt einen Satz reingeschrieben, wo ich gedacht habe, ja, das fasst das Ganze zusammen. Der Verstand oder die Vernunft in dem Falle, die Vernunft bringt dem wahren Willen Informationen, die aber vollständig neutral sind, also nicht gut oder böse bewertet sind, sondern einfach nur Informationen und der wahre Wille nimmt die auf und tut einfach seine Handlung. Crowley schreibt ja selber, unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, uns an dem Ergebnis uns zu erfreuen. Wie es passiert ist, warum, weshalb, wozu, das ist vollkommen unwichtig. Das Ergebnis ist da. Es steht ja auch im Liberal Religis drinnen, Erfolg ist ein Beweis, was ja auch ein Ergebnis darstellt.
Na, wenn du Erfolg hast, hast du auch ein Ergebnis erzielt. Aber das Thema selber ist ultra schwierig, also für mich auch. Ich denke da manchmal auch an diese Einpunktigkeit. Du sollst ja meditieren und dich nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Gedanken, sondern du sollst ja stur bei deinem Meditationsobjekt bleiben, also zum Beispiel ein Wort oder ein Gegenstand. Das Gleiche gilt aber auch für die Arbeit. Ne? Wenn ich fege, also ich fege jetzt meine Wohnung, dann fege ich und tue nichts anderes. Das hatten wir auch übrigens beim letzten Mal, glaube ich, sogar beim letzten Podcast auch kurz gehabt, diese Aufmerksamkeit, dass wenn man sich halt in diese Arbeit sich hineinbegibt, geht übrigens die Zeit extrem, extrem schnell vorbei, ist mir aufgefallen. Wenn man sich in diese Arbeit hineinbegibt, dann ist eigentlich alles weg, vollkommen alles, was halt um dich herum oder in dir selber drinnen noch in Bewegung ist, wo du, ah, da habe ich keine Lust dazu und das muss ich noch erledigen und das will ich noch tun, sondern du bist in dieser Arbeit drinnen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt was damit zu tun hat. Andererseits muss ich auch sagen, selbstverständlich übe ich immer wieder meinen wahren Willen aus, mit Sicherheit nicht in der Vollständigkeit. Aber es ist halt für mich, wenn ich das, wie zum Beispiel unser Podcast, ne? Das ist so ein innerer Trieb, so nenne ich das für mich, ein innerer Trieb wie ein Feuer. Ich will unbedingt das und das machen, weil ich einfach Lust darauf habe. Ich habe einfach nur Lust darauf, das zu tun. Und da ist tatsächlich nicht mal ein Zweck dahinter. Der Zweck kommt erst später, wo ich mir dann denke, hey, toll, ne? Jetzt machen wir zum Beispiel Podcast und da habe ich die und die Erkenntnisse durch die Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Nur als Beispiel, das sind so die Nebenwirkungen, die man dann bekommt. Aber wenn man den wahren Willen ausübt oder seinen Willen ausübt, das werde ich jetzt tun, egal was die anderen zu mir sagen, egal was mein Volk in mir drin sagt, egal welche Abneigung ich habe, ich tue es jetzt einfach, dass es dann halt selbstverständlich mit Nebenwirkungen zu rechnen sind, die höchst wünschenswert sind, meiner Ansicht nach, aber andererseits halt auch du deinen Weg tatsächlich gehst. Und zwar, man muss schon sagen, rücksichtslos. Du nimmst einfach keine Rücksicht mehr auf andere. Es ist ja dein Weg, es ist ja dein Wille und dann tu es auch. Ne? Tue dies und keiner soll Nein sagen. Und wenn du sagst rücksichtslos, da kann man das Wort ja auch mal genau wortwörtlich sich angucken, eben nicht zurücksehen. Also nicht das, was du getan hast, die ganze Zeit wieder kritisch zu bemängeln und da hätte ich vielleicht anders gehen sollen, da hätte ich vielleicht die Schritte größer machen sollen, da hätte ich vielleicht doch da abbiegen sollen, es wäre schneller gewesen. Nein, keine Rücksicht in diesem Sinne, nicht immer wieder sich umdrehen und sich dadurch ablenken lassen vom Vorwärtskommen, sondern weitergehen. Jeder Schritt ist ein Abenteuer für sich sozusagen. Und ja. Wie ist das eigentlich bei dir? Du bist ja auch zu deiner Religion gestoßen. Und hattest du da irgendwelche Gründe? Also gab es da irgendwie eine Motivation oder war das einfach nur das innere Feuer, was dich angetrieben hatte? Das ist irgendwie mein Ding und das muss ich jetzt mal anschauen. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. So ein bisschen würde ich das jetzt auch beziehen auf das, was du zu unserem Podcast hier gesagt hast. Da ist ja auch so unser Ansatz. Wir nehmen uns zwar natürlich hier und da was Bestimmtes vor, was wir dann ansprechen wollen. Also angefangen natürlich mit dem Vers, um den es hauptsächlich gehen soll immer. Ein bisschen im Vorgespräch sagen wir auch hier, das würde ich gerne ansprechen, das würde ich gerne ansprechen. Aber letztlich, wenn wir dann anfangen, auf Aufnahme drücken, ist es relativ spontan und wir sprechen einfach über das, was sich so ergibt, was wir gegenseitig uns für Impulse geben, dann du sagst was, es gibt mir wieder eine Idee, auf das und das einzugehen und so ergibt sich es von selbst und wenn wir uns das dann, oder ich kann nur für mich sprechen, wenn ich mir das dann danach nochmal anhöre, merke ich halt, dass da eine Dynamik entstanden ist, die ich so hätte gar nicht planen können. Und da zeigt sich eben, wie du eben gesagt hast, dieser Nebeneffekt des Ganzen und man vertraut, je mehr man das erfährt, diesen Effekt, immer mehr auf diese Nebeneffekte, dass von selbst sich das einfach ergeben wird. Und jetzt, wenn du meinen Weg, der, sagen wir mal, wie ich zur Religion gefunden hat oder zu meiner Art der Auslebung, der Ausprägung dieses Religiösen, kann ich eigentlich auch sagen, das hat sich eher so ergeben. Also ich hätte das nie von Anfang an so geplant, nach dem Motto,
Welche Religion will ich jetzt verfolgen? Ah ja, mir gefällt ein bisschen Chassidismus, mir gefällt ein bisschen Thelema, aber Christentum ist mir auch wichtig. Dann werde ich jetzt ein chassidisch-thelemischer Christ und dann fange ich jetzt an und lese mir die Bücher zu diesen ganzen Strömungen durch und bastel mir das so bewusst zusammen. Dann wäre da wahrscheinlich was ganz Komisches rausgekommen. Okay, vielleicht ist auch so was ganz Komisches rausgekommen, das mag jeder selber entscheiden, aber bei mir hat sich das halt einfach organisch ergeben. Das hat also vielleicht mal grob. Also ich versuche es jetzt kurz zu fassen, aber so der grobe Weg war, irgendwann habe ich das erste Mal so eine Art Umkehr vollzogen in meinem Leben. Da habe ich so wie die meisten Menschen vor mich hingelebt, auch viel mit Substanzen, Alkohol, andere Drogen, aber vor allem Alkohol dann in der Phase. Und dann war ein Tag, wo ich aus dem Nichts mich entschieden habe, so, das ist jetzt mein letztes Bier. Und es war auch nicht irgendwie länger geplant, sondern natürlich war schon seit Wochen oder Monaten klar, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Aber es war dann ein ganz komischer Moment oder eine ganz komische Situation. Da war ich bei einem Freund zu Besuch, hatte wie üblich damals meine Plastiktüte von irgendwie Netto, Rewe oder was auch immer dabei mit irgendwie 5, 6 Bier drin, wie das fast jeden Tag. So, wenn ich Feierabend hatte, habe ich dann halt mir ein paar Bier geholt, habe die getrunken. Und es war halt unter der Woche, Dienstag war es, glaube ich, bin ich ganz sicher, und war halt bei einem Freund und sagt, hier, trink auch eins. Und der guckt mich an, ah nee, danke, heute mal nicht, so keine Lust. Und ich habe das echt nicht verstanden. Ich habe gedacht, hä? Was? Warum willst du nicht mal ein Bier trinken? Wo ist das Problem? Aber gut, ich habe dann meins getrunken, er nicht. Und irgendwie, ohne dass wir das weiter thematisiert haben, als ich dann von dort weggegangen bin, wusste ich, da hatte ich noch ein Bier in der Hand, das letzte. Wenn ich das ausgetrunken habe, dann trinke ich keins mehr. Das war es dann erstmal. Und so hat es halt angefangen. Dann habe ich wirklich auch nicht mehr getrunken seitdem, habe dann auch wirklich für 4,5 Jahre oder so keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Aber vor allem hat da halt ein Prozess in mir angefangen, erstmal unterbewusst, der dann irgendwann so nach ein paar Monaten, das war damals im September, Anfang September 2011 und so 2012, Juni ungefähr, habe ich plötzlich realisiert, dass ich das erste Mal in meinem Leben so richtig zufrieden mit allem bin. Einfach, mir ging es gut. Es waren keine äußeren Anlässe jetzt, dass es mir irgendwie im Leben, im Alltag besonders bessere Umstände gegeben hätte oder so. Einfach, ich habe mich gut gefühlt. Innerer Frieden oder inneres Gleichgewicht oder wie man es nennen will. Und das hat eigentlich bei mir erst ausgelöst, dass ich gedacht habe, so, jetzt muss ich was zurückgeben. Wenn mir das so geschenkt wurde, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe, einfach diese innere Zufriedenheit, dann will ich jetzt mal wissen, erstens, woher kommt es genau? Was hat es damit auf sich? Und wie kann ich was zurückgeben an die Welt? Und so hat halt der Weg langsam angefangen. Und ich war damals noch tief in, sagen wir mal so, dem materialistischen Wissenschaftsweltbild drin, habe dann erstmal über Philosophie, so die Klassiker, dann so vor allem Schopenhauer, Nietzsche, aber auch mich mit wissenschaftlichen derzeitigen Theorien und sowas befasst. Aber früher oder später kamen dann halt auch so die eher spirituellen, mystischen Dimensionen dazu. Und dann hat es wirklich nur noch wenige Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, so, dieses ganze Philosophische, alles schön und gut, hat auch seine Berechtigung. Ich habe auch ganz viel selber meine Gedanken aufgeschrieben zu der Zeit, so eine Art Denktagebuch geführt. Aber dann so irgendwann nach vielleicht so Ende 2012, also ungefähr nach einem, sagen wir, noch mal einem halben Jahr, habe ich das alles fast verworfen. Ich hätte es fast am liebsten alles gelöscht, weil ich gedacht habe, nee, das ist nicht das Wahre. So diese Vernunft, dieses Weil, damit komme ich jetzt nicht mehr weiter. Das war jetzt wichtig, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber jetzt muss irgendwie neuer Impuls, neuer Einschlag in meinem Leben im Fokus stehen. Und den hatte ich ja schon die ganze Zeit, diesen Einschlag, dieses Unerklärlichen, dass mir einfach innerlich gut geht, dass ich irgendwie was zurückgeben wollte. Aber ich wusste gar nicht genau, wie das gehen soll, was ich tun soll, wie man ein guter Mensch überhaupt sein kann. So, ich habe darüber vorher halt mir nie so richtig Gedanken gemacht. Und dann fing es halt an, dass ich mich intensiver mit so verschiedenen Traditionen, also ich bin dann relativ schnell halt auf Rudolf Steiner gestoßen. Der hat mich dann gewissermaßen auch so zum Christentum geführt, indem er halt die Bibel auf eine ganz neue Art mir eröffnet hat, wie ich das überhaupt noch nicht kannte, so aus meiner Kindheit und Vorleben. Und so ist dann halt dieses christliche Moment so ein bisschen über Rudolf Steiner gekommen. Dann habe ich mich aber auch weiter mit allem möglichen anderen Zeug, also mit Yoga und Meditation aller verschiedenen Richtungen und ja, Mythologien verschiedenster Kulturen befasst und habe halt immer mehr so mir eine Art synkretistisches Weltbild zusammengeschustert, wo dann irgendwie so das Christliche im Sinne von dieses esoterischen Christentums zwar das Zentrum gebildet hat, aber ich trotzdem noch so alles mögliche andere mit integriert habe. Und dann irgendwann habe ich halt einen alten Freund wieder getroffen, alten Schulkameraden, mit dem ich lange, seit einigen Jahren keinen Kontakt hatte. Bezeichnenderweise habe ich ihn wieder getroffen bei einem gemeinsamen
Freund, der so, sagen wir mal, na, das ist ja hier öffentlich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eine kleine Hausapotheke hatte und natürlich ganz legal Medizin verkauft hat. Und ich habe da eigentlich bei dem einfach gechillt. Also das war halt ein Freund, mit dem habe ich Filme geguckt und sowas. Und der andere alte Schulkamerad kam dann halt vorbei, weil er dort ein bisschen Medizin kaufen wollte. Und so kam es halt seit Jahren mal wieder zu einem Gespräch mit ihm. Und damals hatte ich halt noch kaum jemanden, mit dem ich so über diese tieferen, über diese philosophisch-spirituellen Sachen reden konnte. Und der hatte aber halt genau das auch irgendwie in seinem Leben. Also der hat dann auch diese Themen angesprochen. Dann bin ich mit ihm danach noch so ein paar Stunden mit ihm seine Tour gefahren, weil der hat so Zeitungen ausgefahren und da bin ich dann mitgekommen, habe mit ihm halt echt lange geredet und habe halt gemerkt, er ist total auf diesem christlichen Trip, vor allem auf diesem hebräisch-christlichen, also so mit jüdischen Hintergründen des Christentums sehr im Vordergrund. Und obwohl ich es damals ein bisschen komisch fand und so, er kam mir sehr verkrampft vor, er hatte so eine Verbitterung die ganze Zeit gehabt, so nach dem Motto, alle Menschen sind total des Teufels und ich habe hier die Wahrheit und keiner will mir zuhören. Und so unsympathisch mir manches davon war, habe ich doch gemerkt, von den Aussagen, die er zu manchem trifft, ist einiges wahr. Und es hat mir neue Impulse gegeben. Und deswegen habe ich dann in gewissem Sinne, das mag jetzt vielleicht überheblich klingen, aber mich so dazu verpflichtet gefühlt, mich auf ihn einzulassen, in der Hoffnung, ihm vielleicht ein bisschen helfen zu können, von dieser Verbitterung, von dieser, ja, Verkrampftheit wegzukommen, ein bisschen lockerer das alles zu sehen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, ich kann auch von ihm viel lernen. Ich kann viel neue, ja, Impulse bekommen, die auch meinem eigenen Weg weiterhelfen. Und so hat sich das halt einfach ergeben, dass ich dieses Jüdische immer mehr erforscht habe, immer mehr mich darauf eingelassen habe. Und es waren dann noch einige Jahre, bis ich wirklich zu diesem richtig chassidischen Brauchtum gekommen bin, also bis ich wirklich mit den hebräischen Gebeten und so das in meinen Alltag integriert habe. Aber das war halt damals der Auslöser und den habe ich halt bei weitem nicht geplant, sondern das kam einfach. Das war eine zufällige Begegnung, zufällige Gespräche, die so stattgefunden haben, und das hat mir halt diese Impulse gegeben. Und so, ja, ist es eigentlich dann auch immer weitergegangen. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, ich rede jetzt schon viel zu lange, aber immer hat sich eins ans andere gefügt und ich habe irgendwann gar nicht mehr gewagt, viel zu bewusst da einzugreifen, weil ich einfach darauf vertraut habe, gelernt habe, darauf vertrauen zu dürfen, dass ich mein Schicksal schon selber gestalte, dass sozusagen mein Schutzengel, auch wenn ich es damals vielleicht nicht mit diesen Worten bezeichnet hätte, dass der viel mehr, viel besser weiß, was richtig für mich ist und mich schon leitet, wohin ich gehen soll. Und ich muss einfach nur aufmerksam sein und so die kleinen Winks des Schicksals, die kleinen, ja, Zeichen, die kleinen zugeflüsterten Worte hören und wahrnehmen und sie ernst nehmen. Und dann ergibt sich das alles schon. Der Geschichte da mit deinem Freund, ich musste da an so einen Liber-Alf-Vers denken. Sinngemäß, alle Propheten sind wahr und alle Schriften heilig, außer dass sie nur ein wenig verstehen. Das drückt eigentlich genau das aus, was du erlebt hast durch deinen Freund, ne? Wo du gesagt hast, da war irgendwie so drauf, dass er die Wahrheit hatte und alle Menschen sind irgendwie schlecht unterwegs. Aber trotzdem hattest du ja das Gefühl oder die Einsicht, dass da trotzdem viel mehr noch dahinter steckt, also dass du trotz all dem von ihm noch Nahrung bekommst, ne, für deine spirituelle Suche. Und genau das drückt ja auch der Vers für mich ja auch aus, ne, wo du dann sagen kannst, nicht jeder oder kein Mensch an sich ist irgendwie in Unwahrheit, sondern jeder hat irgendwie so die Wahrheit in sich. Und man kann sie ja letztendlich auch für sich so rausholen, um daraus halt auch zu lernen. Das andere ist, was mir auch aufgefallen ist, ist dieser rote Faden. In der Telemar Society, wo ich ja Mitglied war, hatten wir über den roten Faden gesprochen. Jeder Mensch hat einen roten Faden. Es gibt etwas, was er sein ganzes Leben lang verfolgt. Und entweder er ignoriert das, gut, dann leidet er, hat keine Freude mehr im Leben, oder er verfolgt diesen roten Faden oder versucht ihn zu erhaschen und den Weg zu gehen. Ich hatte das eigentlich fast das Gegenteil von dem erlebt, was du mir erzählt hattest. Fand ich jetzt auch interessant. Also bei mir war das tatsächlich so, ich bin ja schon als Kind sehr spirituell gewesen, also gern in die Kirche gegangen, Christentum und Halleluja und Bibel schon gelesen mit 6, 7 Jahren. Also das war für mich einfach, ach, ne, die Erfüllung, sage ich jetzt mal.
Und dann wird man ja älter, die Pubertät kommt rein und so, Frauen, Alkohol, Drogen und solche Dinge, all das kommt rein. Aber trotzdem habe ich gemerkt, irgendwas passt nicht. Ich war nicht mehr zufrieden mit dem Christentum, habe mich dann für den Satanismus entschieden und umgedrehtes Kreuz und so. Damals habe ich Werkzeugmacher, ich weiß gar nicht, wie das in der modernen Sprache heute heißt, habe ich damals gelernt, hatte ich mir so ein umgedrehtes Kreuz gemacht und natürlich umgehangen, war Heavy Metal Fan, ne, mit Kutte und versoffen. Ach ja, die schönen Zeiten. Und ich habe dann wirklich viele, viele Bücher gelesen. Und damals, man muss sich immer noch bedenken, das war ja noch keine Internetzeiten, sondern wir hatten das ja, ne, wir hatten ja, wenn wir eine Broschüre hatten, aus dem esoterischen Bereich, dann wurde die Broschüre quasi jahrelang aufgehoben und man hat da drin rumgestöbert. Es gab einfach kein Internet. Und dementsprechend gab es halt noch ein paar Esoterikladen. In meiner Gegend gab es, glaube ich, einen einzigen, das war in Pforzheim. Und ja, es war halt sehr, sehr schwer für mich, etwas zu finden, wo ich sagen konnte, das befriedigt mich. Aber ich habe sehr viele Bücher gekauft, sehr viele Bücher gelesen, war in verschiedenen Organisationen, Logen drin, um mir das anzuschauen, war dort nie Mitglied. Und es hat mich nie befriedigt. Und trotzdem spürte ich in mir drinnen, da muss was sein. Irgendetwas muss doch das sein. Ich wusste aber nicht was. Ne? Und dann hatte ich hier das Buch von Michael D. Eschner, Liber Alvilegis mit Kommentaren und Aleister Crowley gelesen. Und dann hat es bei mir halt Klick gemacht. Und dann war meine Suche dahingehend beendet. Und das war für mich schon der wahre Wille. Ne? Dass ich halt diesen Faden fast zwanghaft, muss ich schon sagen, ne, verfolgt habe, weil das mir nie in Ruhe gelassen hatte. Also ich musste einfach dahinterher sein. Und so war das halt für mich vom wahren Willen her, wo ich gewusst habe, Spiritualität, irgendwas mit Spiritualität, irgendwas mit Magie, irgendwas mit Okkultismus muss es doch zu tun haben. Und letztendlich war es dann halt für mich halt in dem Sinne Thelema, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mein Weg und den werde ich dann auch gehen, was ich dann auch fast konsequent durchgezogen habe. Es gab mal Pausen, da war ich dann Spießer aus Überzeugung, war ich mal mit einer Freundin zusammen, da habe ich gesagt, ich glaube, ich werde Spießer und dann war ich das dann auch tatsächlich, habe dann meine Schulden alle abbezahlt, habe dann einen anständigen Job bekommen, habe dann nichts mehr Böses gemacht und habe mich von der Spiritualität getrennt und trotzdem war das auch richtig und wichtig, weil das ja eine Erfahrung war, das ist ja auch ein Teil von Agape, also der Liebe, indem man sich an etwas bindet, was man vorher vielleicht sogar verabscheut hatte. Für mich waren Spießer einfach nur Weicheier, ne? Und dann war ich das tatsächlich. Und holla die Waldfee, man muss dann doch einiges dafür tun, um Spießer zu werden. Also so gesehen war das natürlich auch ein Teil von meinem wahren Willen. Ah, da fällt mir noch eine Anekdote ein wegen dem Alkohol, weil du was vom Alkoholtrinken erzählt hattest. Ich hatte mal schweres Liebeskummer gehabt und habe dann jeden Tag, wenn ich von der Arbeit zurückgekommen bin, bin ich dann in die Metzgerei reingegangen und habe mir dort eine Flasche Wein geholt. Also so ein Liter, ne, Weißwein. Und habe den dann gesoffen, auf gut Deutsch gesagt, und gespielt dabei. Und mich halt in Liebeskummer halt, ja, ausgelebt. Irgendwann saß ich dann da, habe dann wieder die Flasche Wein gehabt, die war noch voll. Und ich saß so da und wollte dann anfangen zu spielen, habe mein Glas schon vorbereitet, die Flasche schon aufgemacht, schenkt es so schön ein. Und dann denke ich mir, Moment mal, was machst du da eigentlich? Und habe ich mir überlegt, habe ich gedacht, hey, du tust jeden Tag, tust du dir eine Flasche Wein reinhauen, ne? Jeden Tag. Und also nicht nur Wochen, sondern es war monatelang, es war echt extrem lang, es war fast schlimmer wie bei der Bundeswehr, also fast schlimmer. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, also wo mir das bewusst war, habe ich dann zu mir gesagt, okay, du trinkst jedes Mal eine Flasche Wein, was passiert eigentlich? Dann habe ich angefangen zu trinken, also weitergemacht. Ich habe nicht aufgehört, sondern ich habe dann erst recht getrunken und habe dann aber bewusst das wahrgenommen.
Was passiert mit mir, in mir drin? Welche Veränderungen passieren tatsächlich? Und dann merkte ich, dass es eine Erleichterung einfach war. Ne? Das war so eine Schwere, diese Liebeskummer. Ich wünsche das wirklich keinem. Ne? Weil bei mir ging es 2 Jahre lang. Ich hatte einen Freund, der hat mir erzählt, bei ihm ging es 4 Jahre lang. Das ist echt eine üble Geschichte. Und ich merkte auf einmal, dass es mir viel leichter wurde und ich atmen konnte, besser atmen konnte. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, du wirst kein Alkoholiker. Das war eine ganz komische Erkenntnis, wo mir klar wurde, nee, du wirst kein Alkoholiker, weil mir bewusst wurde, was Alkohol tatsächlich bei mir in diesem Zustand bewirkt. Also was ich eigentlich als Medikament nehme, damit es mir halt dann besser geht. Ne? Und ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich nichts mit dem wahren Willen zu tun. Das ist einfach nur so eine Selbsterkenntnis gewesen, die ich halt da hatte. Ich wollte es nur mal erzählen, weil du das ja auch mit deiner Alkoholgeschichte erzählt hattest. Deswegen. Also, was heißt, es hat nichts mit dem wahren Willen zu tun? Ich denke, alles, was sich in unserem Schicksal vollzieht, ist letztlich Ausdruck des wahren Willens. Von daher, du warst vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nicht so, wie sagt man, in Tune mit dem wahren Willen. Du hast ihn nicht so bewusst als solchen wahrgenommen, aber trotzdem hat er dich geleitet, weil er leitet einen immer. Und jetzt, du hast jetzt auch wieder viele Punkte angesprochen, wo ich eigentlich was hätte zu sagen können. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles zusammenkriege, aber vielleicht schon mal kurz zu der Thematik. Wie das bei mir mit dem Chassidismus angefangen hat, mit diesem besagten Freund, da habe ich mich eben etwas geöffnet, einer Weltanschauung, einer Herangehensweise, die mir eigentlich fremd war. Aber gerade das war eben die Offenständigkeit, die nötig war, um wieder neue, wertvolle Impulse zu kriegen. Und deswegen im Rückblick war es total wert, diese Offenheit zu haben. Und daraus habe ich dann halt mit der Zeit auch gelernt, öfter diese Art von Offenheit zu haben. Trotzdem war ich damals eben noch sehr vom Zweck sozusagen geleitet. Ich habe ja doch irgendwie den Anspruch gehabt, ihn zu retten, zu helfen in seiner Sichtweise, ihn irgendwie zu heilen bei seinen Irrtümern und sowas. Und das Ergebnis war, dass eben was ganz anderes rausgekommen ist, als was ich mir am Anfang vorgestellt hätte. Am Anfang hätte ich mir gedacht, ja, ich gehe ein bisschen auf ihn ein, versuche seine Sprache quasi zu lernen, die Art, wie er sich ausdrückt, um ihm dann meine Sichtweise mehr oder weniger aufzuzwingen, um ihn quasi zu heilen, zu bekehren oder was auch immer. Das war aber eben nicht das Ergebnis von dem Prozess, sondern das Ergebnis war was viel Schöneres, was ich mir gar nicht hätte ausmalen können, nämlich, dass ich bereichert wurde auf eine Art und Weise, wie ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Aber ich musste eben auch gewisse Opfer auf mich nehmen. Das war anstrengend. Also das war kein angenehmer Zeitgenosse, vor allem zu dieser Zeit damals. Trotzdem habe ich halt viel meiner Freizeit geopfert quasi, weil ich irgendwie diesen Drang verspürt habe. Ich konnte das auch meinen Freunden kaum erklären, warum ich mir das antue sozusagen. Aber ich wusste halt irgendwie in mir drin, das ist jetzt das Richtige für mich und deswegen habe ich es gemacht. Aber ich will auch nochmal auf meinen Weg zu Telema ein bisschen mehr eingehen, weil du da jetzt auch deinen Weg ein bisschen geschildert hast. Und tatsächlich habe ich zwar schon Crowley natürlich auch hier und da mal gelesen, so in meiner allgemeinen, also in der Zeit, wo ich mich sehr weit umgeschaut habe in diesen ganzen esoterisch-okkulten Traditionen, habe da auch immer schon eine gewisse Wertschätzung für Crowley gehabt, vor allem so im Sinne von, ich habe ihn als einen sehr, sehr angenehm lesbaren Schriftsteller wahrgenommen. Also ich finde, von englischen Texten ist er die Krone der Schöpfung sozusagen. Also kein Vergleich, so zum Beispiel von Albert Pike gibt es ja dieses berühmte Morals und Dogma, so eine Art Freimaurerbibel, etwas überspitzt gesagt. Das habe ich auch mal nicht ganz gelesen, aber schon so deutlich mehr als die Hälfte. Das ist ein ziemlicher Wälzer. Aber da musste ich mich halt durchquälen, weil es einfach von der Sprache nicht so schön war. Crowley war schon immer angenehm zu lesen für mich. Ich habe immer gelacht, weil er so ironische Formulierungen hat und so weiter. Es hat mich immer auch so an Nietzsche erinnert. Also diese Freude am Lesen von Texten hatte ich, glaube ich, nur bei Nietzsche in dem Ausmaß wie bei Crowley. Trotzdem hat es halt noch gedauert, bis ich das so wirklich sehr intensiv dann mir alles angeschaut habe. Und tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war, aber es war so in der Anfangszeit von dem großen C-Thema der letzten 2,5, 3 Jahre. Da habe ich mich aus welchen Gründen auch immer mal wieder mit Crowley ein bisschen näher befasst oder mit Telema allgemein und habe dann halt mal angefangen, so die Parallelen zu suchen von meinem eher chassidisch-christlichen Weg mit diesem Telema. Es war für mich so eine Art Herausforderung, weil es ja auf den ersten Blick totale Gegensätze sind. Also wie du auch gesagt hast, die meisten halten Crowley für einen Satanisten oder Telema für eine Art Satanismus und dann demgegenüber Christentum, Judentum, oh, das ist ja das Gegenteil von Satanismus, könnte man meinen. Aber
ich habe halt immer mehr die Parallelen von dem Ganzen festgestellt und habe dann eben dieses Büchlein geschrieben, so vor allem an diesem AA-Orden orientiert, was Crowley dazu so gesagt hat, und habe halt diese Stufen der Einweihung oder des Weges auf dem, also dieses großen Werkes sozusagen, wie Crowley sie beschreibt, verglichen mit dem, was ich eben so aus dem chassidischen Ansatz kenne. Und das hat mich eben das erste Mal wirklich mal für mehrere Wochen oder Monate sehr intensiv mit der ganzen Telemathematik mich beschäftigen lassen. Und da bin ich dann halt natürlich im deutschsprachigen Raum auf deine Website damals gestoßen, also auf das, was du auch immer noch hast, den Blog Telema Agape. Und habe da, ich weiß nicht, vielleicht auch mal hier und da einen Kommentar oder so gesetzt, weil ich halt was dazu sagen wollte, was du da geschrieben hast. Und irgendwie bist du wahrscheinlich darüber dann auf dieses Büchlein von mir aufmerksam geworden. Hast da mal reingeguckt, hast dann dieses Interview vor 2 Jahren mit mir angeboten. Und es war auch für mich so eine Situation, auf den ersten Blick natürlich so ganz andere Welt. Ich hatte ja bis dahin eigentlich noch nicht viel mit Telemiten direkten Austausch gehabt. Habe mich halt theoretisch mit manchen Aspekten von Telema befasst, aber war noch nicht so richtig drin mit der lebendigen Art, wie man heute Telema, also wie andere Menschen Telema für sich ausleben. Und da warst du sozusagen mein erster Kontakt. Und ich habe das auch wie so eine Art Aufruf meines Schicksals erlebt, so, auch wenn es vielleicht ein bisschen Überwindung gekostet hat, mich sozusagen in diese, auch in der Öffentlichkeit jetzt zu dem Thema so zu äußern. Aber ich hatte keinen Zweifel daran, dass das jetzt genau das Richtige für mich ist. Und so hat es quasi angefangen. Und dadurch wird man ja automatisch auch in so diesen, wie soll man sagen, in diesen Strudel gezogen. Es geht dann weiter. Und dann haben da andere Leute bei mir was kommentiert zu der Thematik Telema. Dann bin ich wieder mehr auf andere Themen von denen aufmerksam, also durch die aufmerksam geworden, habe mich wieder intensiver damit befasst. Und so ist es dann über die nächsten 2 Jahre bis heute sozusagen immer mehr angewachsen und es hat immer mehr Stellenwert in meinem inneren Weg sozusagen bekommen. Also auch da kann ich nicht sagen, dass ich das mir vorgenommen habe, ich will jetzt Telema mehr integrieren, sondern es hat sich einfach ergeben. Und da war ich halt schon, sagen wir mal, ein bisschen weiter in diesem offenständig sein als damals vor 7, 8, 9 Jahren, wo das mit diesem anderen Freund angefangen hat. Das heißt, diesmal war ich einfach schon leichter bereit, einfach mal zu tun, ohne drüber nachzudenken, was ist dann genau das Ergebnis, wie gucken dann die Leute auf mich, wenn ich jetzt plötzlich mit solchen Themen ankomme und so. Und ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt. Also es hat mich wiederum um ein Vielfaches mehr bereichert, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwie, ja, zu geplant an sowas rangehen würde, sondern es ergibt sich eins aus dem anderen. Und heute sind wir hier und machen die 5. Folge von diesem Podcast. Und das ist, ja, hätte ich mir vor 3 Jahren sicherlich nicht träumen lassen. Aber wunderschön. Ja, me too. Ich hätte mir das vor 3 Jahren erträumen lassen, weil das schon immer mein Wunsch war. Und wenn man überlegt, ne, wir kennen uns jetzt seit ja 2 Jahren ungefähr, wo du gesagt hattest. Und vor 2 Jahren hatte ich das schon geplant gehabt und hatte dann aber irgendwie, ich hatte dann einen Gesprächspartner, aber es hat halt mit ihm nicht ganz funktioniert und andere, die waren halt auch nicht irgendwie so, ich sage jetzt mal, bereit oder irgendwie so. Ja, je nachdem halt, ne? Und irgendwie kam das auch so wie ein Blitz bei mir rein, wo ich gedacht habe, ja, frag doch mal Janosch, ne? Also er hat eine wunderschöne Sprache, er hat schon Bücher geschrieben, ist nicht als Referenz dafür, dass man mit mir darüber reden kann und so. Das meine ich nicht, sondern einfach so von dem, was ich von dir mitbekomme. Wir sind ja in einer Gruppe auch drin. Und da habe ich halt auch schon mit dir, von dir vieles mitbekommen, wo ich mir gedacht habe, klar, er hat eine ganz klare Richtung, die er da die er studiert, aber spricht überhaupt nichts dagegen, weil ich immer gemerkt habe, da passt vieles bei uns zusammen, wie wir halt einige Dinge sehen. Kann möglicherweise mal zu Kontroversen kommen, ist ja auch völlig okay, ne? Aber doch, das war schon immer mein Wille, tatsächlich irgendwas in diese Richtung mal zu machen. Ein Traum von mir wäre zum Beispiel auch ein Radio, ne? Telemaradio, irgendwas in der Richtung. Aber gut, das sind jetzt erstmal nur so Wunschträume. Was ich noch sagen wollte, war, erinnerte mich an eine Geschichte, die ich auch mal erlebt habe. Und zwar habe ich mich mal selbstständig gemacht. Und ich hatte
vorher irgendwie versucht, mich zu bewerben hier und da, und irgendwie hat alles nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, okay, dann mach auf selbstständig. Was kannst du? Na, das und das kann ich und so von früher noch. Okay, wie machst du das jetzt am besten? Ja, du brauchst aber dann Werkzeuge, du brauchst dann ein Auto, du brauchst dann, ach Gott, 1000 Sachen hätte ich gebraucht. Ne? Das war einfach im Gartenbau zu arbeiten. Und ich habe so gedacht, hey, das kann ich nie machen. Also mein Volk in mir drinnen hatte mal wieder vollkommen rebelliert und hat gesagt, dieses und jenes geht nicht. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, das mache ich jetzt ganz anders, und habe eine Anzeige gemacht und habe geschrieben, so, ich Gartenpflegehelfer habe ich das so genannt. Also ich habe mich halt vor allem auf ältere Leute spezialisiert. Ich gehe hin und gräte und tue das Unkraut jäten. Ne? Und habe das dann gemacht. Und die haben mir da angerufen und haben gesagt, ja, wir hätten da dieses und jenes. Und da habe ich gesagt, ja, haben Sie auch Werkzeuge, damit ich das machen kann? Und tatsächlich, logischerweise, hatten die alle Werkzeuge. Also das heißt, ich musste kein Werkzeug kaufen. Und da habe ich so gedacht, hey, ne, ich bin ständig davon ausgegangen, dass es irgendwie nicht funktionieren kann, weil dieses und jenes und pipapo. Und letztendlich war alles da. Es war wirklich alles da. Man musste einfach nur einen anderen Weg gehen. Und jetzt gehe ich wieder darauf zurück, auf dieses Weil. Genau dieses Weil mag verflucht sein, weil dieses Weil uns ständig daran hindert zu sagen, hey, das funktioniert trotzdem. Du musst es einfach nur tun. Ne? Du musst es einfach nur deinen Weg gehen und fertig aus, basta, und nicht immer auf das hören, was andere zu dir sagen, sei es in deinem Kopf oder sei es halt auch in der Gesellschaft. Mir ist halt eingefallen, dass die Symbolik des Hundes ja in dem Vers angesprochen wird, also sie werden vergehen mit den Hunden, also stürzen in die Grube des Weil und dort umkommen mit den Hunden der Vernunft, also the dogs of reason im Englischen, die Hunde der Vernunft. Da ist mir jetzt schon beim ersten Mal lesen damals, also vor längerem, aufgefallen, dass der Hund auch im Jüdischen, in der jüdischen Symbolik mit dem Verstand, mit der Vernunftseite, also man sagt, mit der linken Seite assoziiert ist. Demgegenüber gibt es die Katze als Tiersymbol. Die Katze ist, wie man es auch von der natürlichen Katze in der Umwelt kennt, nicht so leicht trainierbar wie ein Hund. Also eine Katze, die hat ihren eigenen Willen, die tut, was sie gerade, wo sie gerade Lust drauf hat, ist unberechenbar, so könnte man sagen. Der Hund dagegen, der ist quasi von der Natur her so gestaltet, dass er eigentlich immer ein Herrchen braucht, einen Meister, dem er gehorcht. Und das ist dann auch so die Grundaussage der jüdischen Symbolik. Der Hund ist nicht an sich böse. Der Hund hat seinen Platz als der Wachhund, zum Beispiel jetzt bei einem Bauernhof oder sowas. Ist der Wachhund, der die fremden Eindringlinge abwehrt, der vielleicht die Hühner vor den Füchsen oder sowas beschützt. Oder der Hund bei der Schafsherde ist halt der Schäferhund, der ein bisschen für Ordnung sorgt. Das heißt aber immer, der Hund muss unter der Kontrolle des Menschen sein, der eben zum Beispiel die Schafsherde als Hirte leitet, oder der Besitzer vom Bauernhof, der den Hund als eben seinen Wachhund hat. Und insofern der Hund, also die Vernunft, der Verstand, im Dienste des Königs, des Herrschers, des Hauses sozusagen steht, ist er wunderbar, hat er eine sehr wichtige Rolle sogar zu erfüllen. Das Problem ist, wenn der Hund sich losreißt, wenn der Hund nicht mehr seinen Wachposten inne hat, wenn er nicht mehr sich um die Schafsherde sorgt, sondern wenn er sein eigenes Ding macht, also wenn er sozusagen ein Straßenköter wird oder sowas, dann ist er gefährlich. Dann kann man davon gebissen werden, dann raubt er einem vielleicht irgendwie, was weiß ich, die Vorräte aus der Scheune oder sowas oder was auch immer so ein Hund so alles treibt. Jedenfalls ist er dann gefährlich, wenn der Hund keinen Herr, also keinen menschlichen Herr hat. Und in uns, der Hund ist also diese Vernunft, der Verstand, der dann gefährlich ist, wenn er nicht mehr unter der Kontrolle des Willens, und zwar eben auch wiederum nicht so dieses platten, oberflächlichen Willens, sondern des wahren Willens agiert und sozusagen Amok läuft, oder eben, wie sagt man bei Hunden, wenn er halt tollwütig wird sozusagen, wenn er wild um sich beißt, um sich bellt ohne Sinn und Zweck. Das Bellen des Hundes hat ja auch einen Sinn. Also wenn die Vernunft bellt in einem und sie ihren Platz als Wachhund wirklich hat, dann ist das Bellen von Wert, dann ist das Bellen eine Warnung, dann ist es so eine Art Alarmsignal, und dann guckt man mal nach dem Rechten und schaut, um was es da geht, auf was einen der Hund aufmerksam macht. Wenn der Hund aber dagegen dumm ist oder schlecht erzogen ist, dann bellt er vielleicht die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen, die einen überhaupt nicht interessieren. Dann bellt er vielleicht, weil er irgendeinen anderen Hund in der Ferne gehört hat, oder dann bellt er, weil er da ein Kaninchen langhüpfen hat sehen. Das interessiert uns aber als
als Hofherren überhaupt nicht. Und dann ist der Hund sozusagen schlecht erzogen. Dann ist unsere Vernunft fehlgeleitet und macht ihr eigenes Ding und weist uns auf Sachen hin, die wir überhaupt nicht gerade, die gar nicht relevant sind für uns. Und das Entscheidende ist also, der Hund soll dem Herrchen dienen, der Hund soll gut erzogen sein. Und dann ist der Hund, die Vernunft, auch ein wunderbarer Begleiter und ein wichtiges Hilfsmittel für uns. Ja, und es gibt ja auch einen Vers beim Liber Alvelegis, wo es ja heißt, soll ein Gott in einem Hunde leben? Und wer Englisch kann, der weiß ja, dass Gott G-O-D und Dog D-O-G umgekehrt gleiche wieder Gott bedeutet. Also insofern ein kleines Wortspiel, wo dann halt hingedeutet wird, ne? Es gibt einen Gott und es gibt einen Hund oder Dog in dem Sinne. Was auch wiederum auf einen anderen Vers hinweist, ne, die Sklaven sollen dienen. Ne? Also das ist auch für mich ganz klar in der Richtung, dass halt, wie du es schon gesagt hattest, der Hund, die Vernunft, soll dienen. Ja? Aber sie soll nicht bestimmen, was der wahre Wille zu tun hat. Und das ist auch ein Hinweis von Crowley. Crowley sagte oder schrieb in seinen Kommentaren, dass der wahre Wille der unbewusste Teil ist. Er schreibt auch, dass Hadith im unbewussten Teil ist. Und vielleicht sollte man ganz kurz darauf eingehen, trotz all dem, obwohl wir nicht so einen richtigen Konsens haben, weil es halt doch verschiedene Ansichten zu Vernunft und Verstand gibt. Wir hatten uns erst überlegt, ob wir den Baum des Lebens zu Rate ziehen, weil das könnte eventuell einen Konsens ergeben, aber es ist sehr schwierig. Ich fange mal kurz mal an. Ich habe es nach dem Hegelschen Sinne herausgenommen, wie Vernunft und Verstand verstanden wird. Der Verstand ist mehr oder weniger etwas, was die fünf Sinne braucht. Also fühlen, sehen, riechen und so weiter. Und halt das Denken, ne? Das rechnerische Denken, wie Heidegger sagen würde, also das logische Denken. Und dadurch kann er sozusagen seine Wirklichkeit bilden, aber völlig wertfrei. Also du siehst zum Beispiel einen Baum vor dir und du sagst, der Baum, der hat einen Stamm, der hat Äste, der hat Blätter, der hat Wurzeln und ja, von mir aus noch die Luft drumherum, die es halt auch braucht und die Sonne. Und das ist fertig. Das ist der Verstand. Die Vernunft würde jetzt sagen, die packt das Ganze, was der Verstand gesagt hatte, in eine Bewertung rein und würde sagen, es macht Sinn, den Baum zu fällen, weil wir brauchen Brennholz. Es macht keinen Sinn, gegen den Baum zu fahren, weil wir können uns schwere Verletzungen holen. Also es fängt an, in einem gewissen Dualismus, unter anderem, in einem gewissen Dualismus das Ganze aufzuspalten. Es ist gut und es ist böse. Und dadurch entsteht halt auch diese Moral, in der wir leben, in dieser Gesellschaft zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland. Du hast halt, oder in der Nachbarschaft reicht es schon aus, du weißt einfach, wie du dich zu verhalten hast. Ne? Sonst ist das unvernünftig, wenn du nackt draußen auf die Straße rennst und Adialo schreist. Ne? Das ist einfach unvernünftig, weil du weißt, es gibt Ärger. Also ist das schlecht. Und deswegen ist es gut, wenn du vernünftig bleibst in diesem Rahmen, in dem du gerade bist, also in dieser Gesellschaft und dementsprechend nicht auffällst. Wir erinnern uns an unserem, glaube ich, letzten Podcast, wo Beschränkung Sünde ist. Das Wort der Sünde ist Beschränkung. Auch ein Vers vom Liber Alvelegis. Und genau darum geht es halt auch immer wieder. Wir merken halt immer wieder diese Verknüpfungen, worum es im Liber Alvelegis immer wieder geht oder die Themen, die wir immer wieder haben. Das andere ist, was ich noch dazufügen will, wer Nietzsche kennt, der kennt wahrscheinlich auch das Buch Also sprach Zarathustra. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass es da einen Zusammenhang gibt, in dem Sinne von dem Vernunft und Verstand. Aber ich will da mal gerne ein Beispiel bringen, weil ich das eigentlich sehr interessant finde. Im Übrigen hat Crowley auch damals gesagt, Also sprach Zarathustra ist die kleine Schwester des Liber Alvelegis. Auch sehr interessant und auch wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Da gibt es ein Kapitel, das heißt die drei Verwandlungen oder von den drei Verwandlungen. Da geht es um das Kamel, den Löwe und das Kind. Das Kamel ist der Verstand. Es kann auch nicht irgendwie das Ganze
in einer gewissen Sinnhaftigkeit verarbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Also es trägt einfach eine gewisse Last und ist einfach unentschlossen. Und dann kommt der Löwe und der Löwe fängt an, gegen den bösen, goldenen, nicht bösen, gegen den goldenen Drachen zu kämpfen, gegen den Drachen mit den goldenen Schuppen, mal korrekt ausgedrückt, zu kämpfen. Und jede Schuppe ist ein Du sollst. Und dieses Du sollst wird halt auch ausgedrückt in unserer Gesellschaft. Ne? Du sollst das tun, du sollst jenes tun, du sollst XY tun. Und dieser Löwe, der sagt Nein. Ne? Also er lernt auf einmal Nein zu sagen, was das Kamel nicht gelernt hat. Das Kamel sagt einfach nur Ja. Und dieser Löwe, der kämpft sozusagen gegen diese Vernunft, indem er sagt Nein. Ich will das nicht. Ich will das anderes haben in der Richtung, dass ich frei bin von diesem Du sollst. Und tötet den Drachen, indem er halt jede einzelne Schuppe, also die Schuppe kann man auch für sich selber verstehen, was in einem drin ist, dieses Du sollst, und zerstört halt letztendlich den Drachen und wird dann zum Kind. Und was macht das Kind? Das Kind fängt an zu spielen. Das heißt, du hast Spielzeuge vor dir und es kann man das auch übertragen auf die Politik, ist ein Spielzeug, die Wissenschaft ist ein Spielzeug, die Behauptungen von anderen ist ein Spielzeug, der Mensch ist ein Spielzeug, es sind Werkzeuge. Natürlich nicht negativ verstehen, dass man den Menschen insofern manipuliert und zerstören kann, sondern einfach als eine Art Werkzeug, das sind Sachen, die uns oder die einem selber helfen, weiterzukommen. So könnte man vielleicht das als Werkzeug betrachten. Und wenn man ein Kind beobachtet, wie es spielt, dann sieht man, wie tief es in diesem Spiel drin ist, wie es sich mit diesem Spiel beschäftigt und vollkommen alles andere ausblendet. Und das hatten wir ja vorhin schon gehabt mit dieser Aufmerksamkeit oder mit dieser Einpunktigkeit. Und ich fand das eigentlich sehr treffend von dem, was halt Nietzsche geschrieben hatte, mit den drei Verwandlungen. Ja. Also hast du jetzt wieder ganz viele Themen natürlich aufgegriffen. Ich versuche mal auf das eine oder andere einzugehen. Also wir wollten nicht so tief in die philosophische Dimension gehen. Da sei jedem der Kommentar von Crowley zu diesen Versen ans Herz gelegt. Da geht er da auch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber ich will vielleicht dieses Begriffspaar Verstand und Vernunft nochmal kurz ansprechen. Weil das ist halt wirklich in der heutigen Sprache sehr schwammig. Also die meisten benutzen die beiden Worte eigentlich relativ gleichbedeutend. Ich für mich habe eigentlich so die Unterscheidung irgendwie im Laufe der Zeit getroffen, auch so etwas orientiert an den klassischen Philosophen, Platon und sowas, dass der Verstand, also was man Ratio nennt, Ratio, dass das eher das, was im Herzen des Menschen angesiedelt ist, meint. Das ist eher so das Natürliche, der gesunde Menschenverstand, sagt man ja auch. Also das ist sowas wie du es eben auch ausgeführt hast, die Sinneseindrücke, die auf einen zukommen, die in so einer Masse auf einen zukommen, dass man sie bewusst überhaupt nicht verarbeiten könnte, wenn man das wollte, sondern die werden vom Verstand automatisch in Formen gebracht, die uns dann zugänglich sind. Also vereinfacht, könnte man sagen. Das Wesentliche wird automatisch uns rausgesucht und wir nehmen dann die Wirklichkeit so wahr, wie wir sie eben wahrnehmen. Die Vernunft dagegen ist das, was sozusagen die Metaebene dazu bildet. Also das ist die Art von Anwendung von Logik und von Einordnung, die wir dann bewusst gestalten, wo wir dann hinabblicken auf das, was der Verstand uns liefert, als Begriff, als Auffassung der Umwelt, der Wirklichkeit, also nicht nur die äußere Umwelt, auch durchaus die innere Welt betreffend. Und diese Metaebene der Vernunft, die kann dann eben gezielt sich einzelne Teile da angucken und sie ins Verhältnis setzen zu anderen. Aber sie ist eben gerade dadurch, dass sie sich immer einzelne Teile anguckt und sie betrachtet, auf einen Teilaspekt reduziert. Also die Vernunft ist quasi dazu verdammt, das große Ganze außer Acht zu lassen, um eben das Einzelne sich näher zu Gemüte zu führen. Der Verstand dagegen, der eben unbewusst oder unterbewusst funktioniert, der hat eigentlich immer das große Ganze mit dabei. Also die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen als sinnliche Umgebung, die ist von unserem Verstand uns so schon präsentiert, dass sie einfach vollständig ist. Da gibt es nichts Teilweises dabei, sondern das ist einfach ein Ganzes. Wenn wir aber anfangen, uns einzelne Aspekte daraus herauszugreifen und näher zu betrachten, dann setzt eben schon diese Metaebene, dann setzt die Vernunft ein. Und da ist dann eben auch das Problem, deswegen der Fluch auf Weil und der Fluch auf die Vernunft oder die Vernunft, die eben mit diesem Hund verglichen wird, der dann
in der Grube einen anfällt. Sie kann einen eben auch reinziehen in sozusagen sich oder dazu verführen, dass wir uns in diesen Details verlieren. Und das Problem der Vernunft ist, dass sie eben immer nur einen Teilaspekt betrachten kann und dadurch eigentlich immer eine Lüge als Objekt ihrer Betrachtung hat. Das kann zwar trotzdem sinnvoll sein in bestimmten Kontexten, und dafür ist ja, wie gesagt, der Hund auch da, dass er in bestimmten Kontexten seine Arbeit verrichtet, aber er ist eben nicht in der Lage, die wahre Wirklichkeit zu erfassen und zu beschreiben. Und deswegen ist die Vernunft eben auch so ein großer Hinderer, seinen wahren Willen zu verfolgen, weil eben einzelne Aspekte, die aus dem Gesamtkontext rausgegriffen sind, immer Fragezeichen uns in den Weg stellen, über die wir stolpern. Also den Weg, den wir eigentlich einfach geradeaus stabil gehen wollen, da werden uns dann Steine in den Weg gelegt in Form der Vernunft, die fragt, warum? Oder halt die sagt, ja, weil, deswegen dies, deswegen das. Also da wird einfach der Fluss des Weges, den wir gehen, zerrissen in die einzelnen Schritte und wir verlieren uns dann in den einzelnen Schritten. Wir denken dann zu sehr über den einen Schritt nach oder über den anderen. Und jeder, der schon mal jeder, der läuft, der rennt, zum Beispiel joggt, soll mal in Betracht ziehen, wie wäre das, wenn ich jetzt bei jedem Schritt, jede Bewegung, jedes Muskels einzeln betrachten müsste und koordinieren müsste, dann würde ich nicht vorwärts kommen, dann würde ich ins Stolpern geraten, weil das automatisch läuft. Und das ist gerade der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft, also nach meinem Verständnis, dass der Verstand das Unterbewusste ist, da funktioniert es einfach, da läuft man einfach, weil die Bewegungsabläufe einfach drin sind, routiniert. Aber die Vernunft, die ist eben eher dafür gedacht, zum Beispiel jetzt einen neuen Bewegungsablauf zu lernen. Im Prozess des Lernens, da muss man manchmal auch ein bisschen langsam vorgehen, muss man einen Schritt nach dem anderen tun und genau darauf achten, wo man jetzt hintritt oder welche Bewegungen man macht. Im Prozess des Lernens ist es richtig, aber dann im Prozess der Anwendung des Gelernten, da muss es dann eben zurücktreten. Da ist dann wiederum der Verstand, der übernimmt, das Unterbewusste. Und auf das kann man vertrauen und auf das muss man vertrauen. Weil wenn man seinem Unterbewusstsein die ganze Zeit Zweifel entgegenbringt und immer daran damit hadert und sich fragt, ist es aber auch richtig, was mein Unterbewusstes tut? Ja, dann landet man eben in dieser besagten Grube des Weil. Also dann kommt man in diese Kausalitätsdenken rein und verliert sich in den Details und kommt ins Stolpern und läuft nicht mehr flüssig. Da habe ich eine Frage, und zwar gerade beim Baum des Lebens. Wir hatten uns zwar vorhin darüber unterhalten kurz, aber es lässt mir halt keine Ruhe, ne? Weil der Baum des Lebens ist ja, muss ich gerade überlegen, nach oben gerichtet, ist ja dreimal geteilt. Und der untere Teil ist ja mehr oder weniger der Instinkt, mehr das tierische Instinkt, der mittlere Teil ist so Ruach, also der Verstand oder vielleicht sogar die Vernunft, und der obere Teil ist dann das Gottbewusstsein. Das frage ich jetzt mal dich, ist das dann nicht trotzdem irgendwie in der Richtung aufteilbar, dass der obere Teil der wahre Wille ist, weil du übertrittst ja den Apples Baldat und dann fängt ja eigentlich dann auch das dritte Bewusstsein an, ja, nennen wir es mal so, das Gottbewusstsein. Ja, also auf jeden Fall würde ich soweit zustimmen, dass die obere Triade, also Kette, Chochma, Bina, dass das sowas am ehesten, wenn wir es jetzt so zuordnen wollen, dem wahren Willen entspricht, also dem total spirituellen oder dem allerinnersten Kern des Menschen, wenn wir es jetzt auf den Einzelnen beziehen. Der mittlere Teil, wie du sagst, Ruach, das wäre dann so die Menge an Seelenregung, die also vermittelt zwischen diesem Innersten oder Höchsten und dem Niederen. Und das Niedere, ich würde es jetzt nicht nur auf Instinkte beschränken, sondern einfach auf alles Irdische, also alle irdische, sinnliche Wahrnehmung auch. Also ich kenne es zum Beispiel von Rudolf Steiner, der unterteilt diese jüdischen Begriffe in, also es gibt drei Wörter, die man so mit Seele übersetzen könnte. Einmal Neshama, das ist das Höchste, dann Ruach, das ist das Mittlere, und dann Nefesh, das ist das Niederste. Und dieses Niederste, Nefesh, ist halt sowas wie die Leibseele oder die Tierseele, könnte man auch sagen. Also das, was wirklich die sinnlichen Eindrücke in erster Linie betrifft, die äußeren sinnlichen Eindrücke, aber auch die inneren Triebe, inneren Instinkte und so. Insofern hast du recht, das Unterste ist eben diese Nefesh, die noch sehr nah an der irdischen Wirklichkeit ist. Das Oberste, Neshama im Hebräischen, das ist sowas wie, es wird manchmal als der göttliche Hauch oder das Göttliche im Menschen bezeichnet. Also das ist wirklich
der innerste individuelle Kern jedes einzelnen Menschen. Wenn man ihn ganz rein kriegen würde, dann wäre in jedem Menschen quasi identisch dieser innerste Kern. Das ist dann einfach der Urmensch in jedem Menschen sozusagen. Aber dazwischen, also zwischen diesem Urmenschlichen, was in jedem vorhanden ist, als das Allerhöchste und Allerinnerste, und diesem niederen Nefesh, also dieser niederen Tierseele oder der Wahrnehmung, die wir so im Alltag haben, ist eben der Ruach. Und der Ruach, meist einfach als Geist übersetzt, ist eigentlich gerade das Vermittelnde. Man sagt auch, der Ruach ist wie die Taube, die immer hoch und runter steigt, das von oben nach unten bringt, das von unten nach oben bringt. Also das sind quasi die Engel auf der Jakobsleiter, die immer hochsteigen, wieder runtersteigen, runtersteigen. Das ist das Vermittelnde. Und für mich schwingt da auch diese Vorstellung von dem Seelischen mit, dass das Seelische immer hin und her gerissen ist zwischen dem Materiellen, den Sinneseindrücken, dem, was wir hier erfahren, erleben, und halt dem Geistigen, dem Höchsten, dem Innersten in uns, was dem allem quasi komplett konträr gegenübersteht, oft zumindest. Und die Seele, das Seelenleben oder der Ruach ist eben das, was zwischen den beiden vermittelt, was sozusagen die Botschaften des Innersten oder des wahren Willens bis hier hinab in unsere irdische Wirklichkeit bringt. Und die große Kunst ist sozusagen, diese Botschaft des Ruach eben auch richtig zu interpretieren oder sagen wir besser, richtig umzusetzen, richtig auszuleben. Denn wenn wir anfangen zu interpretieren, sind wir wieder leicht bei diesem zu verstandesmäßigen, eben bei diesem Weil- und Kausaldenken, sondern wir sollten lieber diese Impulse einfach annehmen und uns von ihnen anstoßen lassen, um dann einfach zu tun und zu handeln. Und was kann man noch sagen zum Ruach? Also wenn Rudolf Steiner darüber redet, dann spricht er beim Ruach von der Verstandes- und Gemütsseele. Also die Neshama, das Höchste, das Innerste, der wahre Wille, das wäre bei Steiner dann die Bewusstseinsseele, also die wirklich das Bewusste und Bewusstsein eben von seiner eigenen Existenz, von seiner Individualität und alles, was damit einhergeht. Die Nefesh ist bei Steiner die Empfindungsseele, also alle Empfindungen, also alle Sinnesreize, aber auch alle inneren Gefühle und sowas sind damit enthalten. Und der Ruach, das dazwischen ist die Verstandes- und Gemütsseele. Also das hat auch einen Doppelnamen bei Steiner. Verstand ist wiederum eher das dem Geistigen zugeneigte, Gemüt ist wiederum eher das dem Irdischen zugeneigte. Aber bei diesem Ruach ist eben beides in eins. Da ist sowohl der Blick hin zur Neshama, zum Geistigen, als auch der Blick hin zum Materiellen, zu Nefesh. Und der Ruach vermittelt eben zwischen beiden. Und Verstand und Gemüt sind also auch bei Steiner das Mittlere, was vermittelt. Also man könnte auch sagen, zwischen Kopf und zwischen Rumpf oder zwischen den niedersten Trieben des Körperlichen. Also ungefähr die Mitte des Körpers, das Herz sozusagen. Und da steckt sowohl der Verstand als auch das Gemüt. Also sowohl das Logische, aber eben auf dieser unterbewussten Ebene, als auch das Emotionale, was einen einfach antreibt, als Triebe, als Instinkte, beides fließt dort eben zusammen in diesem Ruach. Und das ist gerade das, was immer beweglich ist, immer in Bewegung ist, einen antreibt, woher diese Regsamkeit, die innere Regsamkeit im Menschen kommt. Deswegen finde ich eigentlich den besten deutschen Begriff dafür einfach das Seelische. Nicht im Sinne von irgendwie, oh, meine Seele, irgendwas Heiliges, Abgesondertes, sondern mein Seelenleben, mein Inneres, meine Psyche, wie man es heute in der Psychologie auch sieht, das, was immer in Bewegung ist, was immer versucht, zwischen dem Geistigen und dem ganz harten Materiellen zu vermitteln. Deswegen gilt auch bei Tiferet, ist übrigens die Mitte vom Baum des Lebens, die Sephira. Die wird ja auch der Spinne zugeordnet, und zwar aus dem Grund, weil sie wie ein Spinnennetz man sich das vorstellen kann, ne? Wenn die Tiferet, die ist ja direkt in der Mitte, und dann gibt es ja die ganzen Pfade, die zu den anderen Sephira laufen oder beziehungsweise verbunden sind, und das ist aber dann ja sozusagen der Kontakt auch mit dem heiligen Schutzengel. Und da ist natürlich dann, das ist auch immer so eine spannende Frage dann, es geht ja darum, dass man dann hochkommt in das obere Drittel, und dann muss man über Dat gehen. Dat ist eine unsichtbare Sephira, und diese Sephira stellt sozusagen den Abgrund dar, und in diesem Abgrund ist dann Koronzon, das ist, ich sage jetzt mal, der Teufel von Telema. Das ist der, wo das ganze Wissen in sich trägt und den Menschen mehr oder weniger verwirrt. Und wenn der Mensch halt nicht bereit ist, diesen Abgrund zu überqueren, also diesen Abyss zu überqueren, dann
ist der Sohn noch verhaftet mit seinem Ego oder mit seinem, ich bin so toll, ich weiß alles, ja, dass er das nicht schaffen wird und deswegen wird er dann quasi in Korruption oder in diesen Abgrund fallen und dementsprechend dann ja, ein schwarzer Bruder, was auch ein interessantes Thema ist. Interessant dabei finde ich auf jeden Fall, wobei wir jetzt eigentlich vom Thema wegkommen, aber trotzdem würde ich mal gerne das mal von dir wissen. Es heißt, der heilige Schutzengel begleitet dich, also entweder er begleitet dich bis zum Abyss, um dich vorzubereiten, damit du ihn überqueren kannst. Das heißt also, er ist ein externer Engel, der eigentlich so mit dir gar nichts zu tun hat, sondern eine eigene Identität, eine eigene Persönlichkeit ist, der einfach dich nur begleitet. Oder aber du gehst über den Abyss mit deinem heiligen Schutzengel und wirst dann halt, ja, gehst halt den Weg dann weiter mit dem Göttlichen. Wie ist das eigentlich in der Kabbala, beziehungsweise jetzt von deiner Sichtweise aus betrachtet? Also erstmal würde ich vielleicht nochmal, das ist nämlich ein guter Ansatz, auch nochmal, um auf den Vers, den wir tatsächlich, oder die Verse, die wir tatsächlich im Zentrum haben, einzugehen. Denn Crowley selber schreibt in einem der Kommentare auch, dass diese Pit called Because, also diese Grube namens Weil, dass das eben dieser Abyss ist. Also dass gerade da diese entscheidende Gefahr droht. Also der Hund, also die Vernunft, der Verstand, der hat seine Rolle, seine Zweckmäßigkeit bei allen diesen unteren sieben Spheres. Aber dort, wo dann der Sprung oder der Schritt hin zu den höchsten drei erfolgen soll, da muss eben der Schritt über diesen Abyss, oder eigentlich sollte man so, sogar eher sagen, nicht der Schritt über den Abyss, sondern der Sprung in den Abyss hinein, um dann wieder aus dem Abyss neu geboren zu werden, aber dann in die obere Richtung, also nach oben hin und nicht nach unten hin, damit das erfolgen kann. Und da muss eben dann dieser Verstand losgelassen werden, zumindest eben was das betrifft. Die unteren Ebenen verschwinden ja nicht, die sind weiter vorhanden, da ist auch weiter der Verstand, die Vernunft sehr zweckmäßig. Also keiner sollte das so verstehen, dass irgendwie Thelema oder das liebe L die Vernunft verwirft und als was Schlechtes in jeder Hinsicht darstellt. Da weist auch Crowley ganz ausdrücklich hin. Darum geht es nicht, es geht nur um eine bestimmte Funktion, die eben nicht von diesem von dieser Vernunft, von diesem rationalen, von diesem rein logischen Herangehen erfüllt werden kann. Und um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, oder ja, wiederhole nochmal genau die Frage, damit ich auch konkret darauf eingehen kann. Ja, ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast als Ergänzung, gerade wegen der Vernunft oder dem Verstand. Es ist natürlich sehr vernünftig zu wissen, dass man einkaufen geht, um sich zu ernähren oder dass man bestimmte Gesetze einhält, um nicht ins Gefängnis zu kommen, in Anführungsstrichen. Man braucht natürlich die Vernunft oder den Verstand und den Verstand, um, sage ich jetzt mal, nicht mit Problemen zu konfrontiert zu werden, die mit denen man sich eigentlich nicht rumplagen braucht. Meine Frage war das mit dem heiligen Schutzengel. Der heilige Schutzengel hat zwei, oder es gibt zwei Möglichkeiten. Crowley selber hat sich ja da auch nie so richtig festgelegt. Er hat ja mehr oder weniger so Widersprüche von sich gegeben. Einmal begleitet er dich bis zum Abyss und geht dann wieder, also ist dann weg. Und andererseits aber überquert er dann den Abyss mit dir selber, also mit dir zusammen. Und das eine wäre dann, er ist eine eigene Identität, eine eigene Persönlichkeit, weil er dich nur bis X begleitet. Und das andere wäre aber, er wäre tatsächlich ein Teil von dir, beziehungsweise Hadith. Das Ja, war die also Frage. also das Thema Schutzengel ist natürlich auch ganz groß. Das wollen wir vielleicht jetzt heute nicht mehr komplett ausfalten, aber um konkret auf die Frage einzugehen, kann ich nur meine Sichtweise dazu äußern. Der Schutzengel, meiner Auffassung nach, muss dich verlassen an diesem Punkt des Abyss. Das ist einfach, der ist nur zuständig sozusagen für diesen Weg hin zum Abyss. Und das ist auch eben wiederum wichtig, dass er dort einen begleitet, weil da lernt man langsam eben, man verschmilzt ja immer mehr mit ihm, kann man sagen. Es geht ja um wortwörtlich um die, also auf Englisch, Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel, also das Kennenlernen und das in Austausch treten. Conversation vom Englischen heißt eigentlich zueinander konvergieren, also
gewissermaßen verschmelzen mit ihm. Darum geht es. Das ist der ganze Weg dieser zweiten Abteilung des AA, also dieser mittleren zentralen Abteilung, der Rosenkreuzabteilung. Das Rosenkreuz ist von der Symbolik ja auch genau dasselbe. Das Kreuz des Makrokosmos und die Rose als das Sinnbild des Mikrokosmos der menschlichen Seele, das muss eins werden. Also die menschliche Seele muss befruchtet werden vom Phallus des Makrokosmos, so hat es Crowley irgendwo mal formuliert. Und das ist eben diese Begegnung oder diese, nicht einfach nur Begegnung, sondern auch wiederum die Hochzeit eigentlich von einem selbst mit seinem eigenen heiligen Schutzengel. Und die Frage jetzt, ob das was Eigenes ist, also ob das eine eigene Identität ist oder ob das du selber bist, ist halt auch wieder die Frage, auf welcher Ebene wir das betrachten. Das hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob in einem anderen der Podcast oder bei Ivan mal irgendwie in einem Gespräch zu dem Thema, da habe ich auch schon so ungefähr Crowleys Positionen so zusammengefasst. Am Anfang hat Crowley auch vom höheren Selbst gesprochen, wenn er den heiligen Schutzengel meinte, aber später hat er das dann eigentlich für nicht so sinnvoll erachtet, weil er der Meinung war, dann identifiziert man sich schon zu stark mit ihm und sieht nicht, dass da noch eine viel höhere Macht dabei ist. Also jedenfalls ist der Schutzengel nicht einfach nur das höchste Selbst laut Crowley, weil eben das höchste Selbst, also der Begriff vom höchsten Selbst einen zu sehr dazu verleiten würde, sich schon zu nah daran irgendwie zu fühlen. Wenn er dagegen vom heiligen Schutzengel spricht oder wenn der Einzelne vom heiligen Schutzengel spricht, dann ist es so ein Wesen, was irgendwie was ganz anderes repräsentiert. Man könnte da durchaus auch sagen, es ist sozusagen was Außerirdisches, also eine außerirdische Kraft, man ist trotzdem, oder du bist es trotzdem selbst, dein heiliger Schutzengel bist du selbst, aber das bist du als eine außerirdische Wesenheit, die also nicht an das Irdische gebunden ist, die nicht von den Beschränkungen hier von Zeit und Raum und sowas eben eingeschränkt wird, sondern das ist dein innerstes Wesen völlig entfaltet, also im Absoluten sozusagen. Also etwas, was du hier auf Erden eigentlich so gut wie gar nicht oder nahezu gar nicht verwirklichen kannst. Zumindest nicht von Anfang deines Lebens bis Ende des Lebens. Du kannst, wenn du auf diesem Weg des großen Werkes schreitest, so Gott will sozusagen, mit Gottes Hilfe oder mit eben dem Beistand des großen Ganzen, des Ewigen, kannst du hier und da verwirklichen, dieses wahre Selbst von dir. Aber es ist Natur gegeben, dass du nicht von Anfang bis Ende deiner Erdenlaufbahn dieses wahre Selbst hier verkörpern kannst. Der heilige Schutzengel ist eben dieses wahre Selbst, von Anfang bis Ende. Der ist nichts anderes, da ist keine Beschränkung. Und deswegen ist die Rede vom höheren Selbst oder höchsten Selbst einfach ein bisschen irreführend oder zumindest einfach zu vereinfacht. Die meisten Menschen würden darunter einfach was Falsches verstehen. Deswegen ziehen wir hier, sage ich jetzt einfach mal, im telemischen Sinne, die Bezeichnung heiliger Schutzengel vor. Und übrigens passt es auch wunderbar mit fast jeder Religion zusammen, weil da würde man auch weniger vom höheren Selbst oder höchsten Selbst sprechen, sondern eben auch von zum Beispiel einem Schutzengel, der jedem Menschen zugeordnet ist. Und im weitesten Sinne dann halt von Gott, der dann mit einem eins wird, aber das ist dann schon so die allerhöchste Stufe. Wobei ich jetzt nicht unbedingt eine Gegenthese aufstellen will. Andererseits ist es schon eine Gegenthese, in der Richtung. Ich hatte mal ein sehr interessantes Buch gelesen, da ging es ums Hologramm, also dass die Erde oder halt das Leben, in der wir leben, ein Hologramm ist, so nach der Richtung von David Bohm. Ich glaube, David Bohm hieß der. Und da ging es darum, dass wenn du dich inkarnierst, dann hast du Helfer bei dir, die dir sagen, oder Meister, sage ich jetzt mal, die dir sagen, was ganz gut wäre, wenn du jetzt zum Beispiel dich jetzt als Max Mustermann inkarnieren tust, in einem bestimmten Milieu, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln, weil du das halt brauchst, um dementsprechend dich weiterzuentwickeln. Das war das eine. Also da war die Hilfe von außerhalb. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel das beim heiligen Schutzengel machst, dann ist das ähnlich, kann man das ähnlich sehen, dass der heilige Schutzengel tatsächlich eine eigene Persönlichkeit ist, die dir zeigt, wohin der Weg tatsächlich auch zu gehen ist. Ne? Wir erinnern uns auch an den Orden AA, also der von Crowley gegründet, genauso aufgebaut ist von der Struktur her. Da ist es ja nicht so, dass du in einer Gemeinschaft bist,
oder lebst, sondern du hast nur deinen Meister und alles drumherum ist scheißegal. Ne? Es geht nur darum, dass du einen Meister über dir hast, der dir sozusagen zeigt, wohin dein Weg geht, indem du dann halt ja bestimmte Aufgaben und Prüfungen zu erledigen hast, aber du weißt nicht, wer noch alles im AA ist, beziehungsweise ja, es ist auch vollkommen uninteressant. Du hast deinen Meister, Punkt aus, basta. Und ich denke auch, dass zum einen das auch seine Richtigkeit hat, eben externe Hilfe von außerhalb und andererseits aber auch mit diesem heiligen Schutzengel und seinem Selbst, dass das das ein und das Gleiche ist. Es ist halt für mich immer schwierig, diese beiden Sachen zu verbinden. Ne? Für mich ist ja Agape, die Liebe, ja grundsätzlich verbinden und nicht irgendwie etwas abzustoßen. Und das eine wäre ja zum Beispiel die These, wie du sagtest, der heilige Schutzengel ist das Selbst. Und die andere These wäre ja, der heilige Schutzengel ist eben nicht dein Selbst, sondern ein Helfer. Aber wie kriegst du das Ganze dann halt zusammen? Und das ist zum Beispiel für mich dann immer so eine Art Aufgabe, um versuchen, das Ganze wiederum zu verbinden, sowohl als auch, würde ich dann dazu sagen. Ja, ich würde genau, das ist halt die Aufgabe des Abyss, also des Abgrundes, weil darunter in der Welt der sieben Sphären, also der unteren sieben Sphären, da ist der heilige Schutzengel eben etwas anderes als du. Da ist ja eben diese außer Raum und Zeit befindliche Essenz von dir selbst, mit der du zwar in Austausch treten kannst, der du dich auch annähern kannst durchaus. Und in manchen Momenten kannst du sozusagen deinen heiligen Schutzengel auch tatsächlich verkörpern und verwirklichen. Aber es wird eben immer nur so eine Art punktuelle Hochzeit sein. Aber tatsächlich eins wirst du oder bist du mit ihm eben nur jenseits des Abyss. Und deswegen ist er dort tot. Dort ist er nicht mehr vorhanden. Dort ist er, hat er dich verlassen. Aber nicht im Sinne von, den gibt's nicht mehr, sondern da bist du es halt wirklich. Mhm. Aber trotzdem, solange du hier auf Erden rumwandelst, wird es immer diese beiden Ebenen geben. Diese Ebene jenseits des Abyss, die höchsten drei Spheres, ja, die hast du quasi immer nur in dir. Die kannst du äußerlich nicht verwirklichen hier auf Erden. Da bist du immer in den unteren sieben Sphären und da wird immer die Trennung bleiben zwischen dir und dem heiligen Schutzengel. Ändert so aber nichts daran, dass du mit ihm eins bist, auf dieser jenseits des Abyss gelegenen Ebene. Sozusagen eine kollektive Verbindung oder Verschmelzung. Ne, wir sind die Borgs. So. ja, was können wir eigentlich letztendlich aus unseren Gesprächen, müssen wir ja fast sagen, ne, weil wir die Unterbrechung hatten, hervorholen? Also ich würde zum Beispiel sagen, dass der Verstand und die Vernunft, wobei du ja den Verstand mehr in den unbewussten Bereich eingebaut hast, würde ich denn tatsächlich mehr auch in den bewussten Bereich mit einbeziehen, weil du ja letztendlich das nachvollziehen kannst, was du in deiner Umwelt erkannt hast. Sehr, sehr schwieriges Thema, aber gehen wir mal kurz weg. Verstand und die Vernunft, würde ich sagen, ist der bewusste Teil. Und der wahre Wille ist der unbewusste Teil. Wie ich, glaube ich, anfangs erwähnt habe, es geht um das Ergebnis. Erfolg ist ein Beweis, ein Vers von Libal Velegis. Und da geht es ja auch letztendlich um das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis da ist, womit du nicht gerechnet hast, so wie wir am Anfang auch unsere Geschichten erzählt haben, dann ist es einfach so, dass du den wahren Willen getan hast, was du aber nicht begründen kannst oder irgendwie ja argumentieren kannst, sondern es ist einfach geschehen. Während das andere ist eine rein rechnerische Form, rein logisch gesehen. Also Crowley schreibt, glaube ich, auch seelenlose Maschine, glaube ich, ne? Bei der Vernunft bezeichnet er als eine seelenlose Maschine. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Weißt du das noch? Nicht genau, aber könnte hinkommen, ja. Könnte hinkommen, ja. Also irgendwas halt, was halt tot ist. Eine tote Maschine, ja. Maschinen sind ja eh immer tot. Aber letztendlich ist es halt so definiert, dass halt der wahre Wille der unbewusste Teil ist und der Verstand und die Vernunft halt letztendlich der bewusste Teil ist. Und das heißt letztendlich, wie soll man handeln? Immer nach unserem Gefühl, nach unserem Drang, nach unserem, was uns tatsächlich zwingt,
nicht das, was, wo wir sagen, ich muss jetzt eine Zigarette rauchen, sondern was uns seit Anfang an, seit unserer Geburt uns dazu bringt, bestimmte Handlungen auszuführen, um eben unseren wahren Willen zu tun. Ja, ich denke auch, es geht darum, eine neue Methode der Entscheidungsfindung zu etablieren in seinem Alltag, in seinem Leben. Nicht mehr durch Grübeln. Grübeln ist für mich immer ein negatives Wort. Denken ist nicht an sich was Falsches, aber Grübeln ist immer so mit diesem, ich weiß nicht, dieses oder doch lieber jenes. Also diese diese Mutlosigkeit fast schon, also dass man sich festklammert an eben an Argumenten, an logischen, an Vergleichen, die man zwischen dieser und jener Möglichkeit und dadurch aber gebremst und gehemmt wird, endlich zu tun und die Entscheidung zu treffen. Und ich weiß nicht, ich wollte vielleicht noch auf einen Aspekt von diesem Vers eingehen. Ich glaube, das passt auch ein bisschen gerade jetzt genau zu dieser Frage, wie soll man denn handeln und wie kann man denn das Weil sozusagen auf seinen Platz verweisen, um nicht mit ihm zusammen in der Kurve zunichte zu gehen. Nämlich im ersten Vers von diesen 6 oder wie viel wir da vorgelesen haben, im Vers 27 ist die Formulierung, wer diese Runen nicht versteht, wird einen großen Fehler begehen. Also der Fokus auf den Runen jetzt. Ist ja schon komisch, dass dieses Wort Runen benutzt wird. Runen ist meine Assoziation direkt so heilige Zeichen, die aber nicht so einfach zu lesen sind, die also ein bisschen schwierig zu deuten sind. Man könnte vielleicht auch sagen, die Symbole, die einem so durchs Leben präsentiert werden, oder so zumindest ist meine Deutung für diese Runen, von denen hier die Rede ist. Also natürlich auf der oberflächlicheren Ebene könnte man einfach aus dem Kontext des Buches sagen, mit Runen ist das ganze Buch gemeint. Also wer dieses ganze Buch nicht richtig versteht, der könnte einen großen Fehler machen. Wer einzelne Verse daraus irgendwie missdeutet, der kann ganz haarsträubende Konsequenzen daraus ziehen. Das ist ja klar. Da haben wir ja schon einige Formulierungen aus dem Libel, die, wenn man sie eben falsch verstehen will, sozusagen auch zu fragwürdigen Handlungen führen können. Aber ich meine jetzt wirklich, dass man Runen auch so verstehen könnte, dass da alles, weil es spricht ja Hadid in diesem Vers. Und Hadid zeigt sich eben nicht nur in mir selbst als der unbewusste Wille, sondern auch vermittels meiner Umwelt, vermittels meines Alters, meines Schicksals. Alles, was mir entgegentritt, natürlich in erster Linie als Möglichkeit ist es Nuit, aber als innerer Kern des Ganzen, als das Feuer des Sternes, ist halt auch immer Hadid, der mir entgegentritt. Und diese Zeichen, also dieses Intime, das Innerliche ist ja gerade Hadid. Nuit ist sozusagen das Erscheinende, Offensichtliche, aber das Intime ist Hadid in allem, was mir entgegentritt. Und deswegen sind es die Runen. Also vielleicht könnte man sagen, Nuit ist eher so das schöne Gemälde, was einfach für sich spricht. Da muss man einfach nur hingucken und dann sieht man die Schönheit. Aber in diesem Gemälde sind eben auch überall die Runen verborgen und das ist Hadid. Das ist die direkte Ansprache an mich, die direkte Botschaft an mich in dem Ganzen. Und diese Runen treten mir eben in meinem ganzen Alltag, in jedem Moment, wo ich durch die Welt gehe, treten mir durch meine Wahrnehmung, durch die Eindrücke, die ich sammle, durch die Begegnungen mit Menschen, die ich habe, durch die Sachen, die ich lese oder die ich sehe, die ich schaue, treten mir Botschaften entgegen, die erstmal rätselhaft sind, so wie Runen etwas Rätselhaftes sind, aber so wie Runen eben was Bedeutungsschweres sind, wo man empfindet und spürt, da steckt mehr dahinter als die bloße äußere Form. Das hat eine Bedeutung, eine tiefe Bedeutung und eine Kraft in dieser Bedeutung. Und diese Kraft und diese tiefere Bedeutung ist für mich eben Hadid in allem, was mir geschieht, in allem, was mir entgegentritt als Schicksal. Und diese Runen kann man eben leicht missverstehen. Man kann leicht anfangen, die sogenannten Zufälle und Synchronizitäten und wie man es dann immer nennt, im Alltag überzubewerten und zu sehr damit eben mit Bewerten dran zu gehen. Also dass man sagt, oh, da habe ich jetzt die und die Zahl gesehen auf der U-Bahn, die gerade eingefahren ist, da stand die Zahl 27 und dieser sagt mir ja das und das, weil ich bin ja ein Meister der Kabbala und weiß genau, welches Wort diesen Zahlenwert hat. Und wenn man da zu sehr auf dieser Bewusstseins-, auf dieser mentalen Ebene dran geht und krampfhaft versucht, überall was reinzulesen, dann landet man eben wieder in der Pit called because, in der Grube namens Weil. Weil man dann eben mit der Begründung, weil das hat den und den Zahlenwert und der Zahlenwert bedeutet das für mich und deswegen ist diese
diese Wahrnehmung jetzt für mich die und die Botschaft? Also wenn man dazu auf der Mentalebene dran geht, dann geht man in die Irre, dann ist eine wirklich große Gefahr da, denn dann kann man ein richtiger Freak werden, muss man ganz drastisch zu so sagen. Mir sind leider schon auch Leute begegnet. Oder was heißt leider? Vielleicht war es eine gute Erfahrung für mich, weil ich daran lernen konnte, so nicht zu werden. Die halt, also solche Menschen, die wirklich jeden kleinen Zufall in ihrem Alltag so krampfhaft überbewerten, dass sie daraus irgendwas ableiten, was sie dann auch einem erklären können, warum sie das jetzt daraus ableiten. Und das ist eigentlich schon der Fehler. Du musst niemandem irgendwas erklären, warum du daraus was ableitest. Wenn jetzt irgendein Blatt vom Baum fällt, der Herbst hat ja langsam angefangen und es fällt mir genau auf die Schuhsohle, während ich laufe, dann muss ich nicht anfangen zu deuten, ja, mein Fuß ist ja symbolisch für irgendwie das, was mich mit der Erde verbindet und das Blatt ist jetzt das und das und keine Ahnung. Und dann leite ich mir da irgendeine Formel draus ab, so als ob ich quasi nur in das Blatt ist das X und ich muss jetzt rausfinden, für was steht das X und für was steht jetzt der Fuß und da ist das und das Symbol. Und dann bilde ich mir daraus irgendeine Gleichung und leite davon dann ab, das ist jetzt also diese Botschaft für mich. Nein, sondern es passiert einfach und was auch immer dann das Ergebnis ist, vielleicht schüttelst du einfach nur deinen Fuß ab, damit das Blatt weggeht und vielleicht hat das schon die entscheidende Wirkung gehabt und du wirst es niemals wissen. Aber du tust es einfach und gehst einfach deinen Weg, nimmst die Dinge wahr, wieder Achtsamkeit, nimm es wahr. Und sei dir bewusst, alles ist Botschaft. Alles. Nicht nur das Blatt, was dir auffällt, sondern auch all die Blätter, die dir nicht auffallen, die links und rechts von dir irgendwo auf der Wiese landen. Auch das ist Botschaft. Auch das alles erreicht dich. Und auch das alles macht einen kleinen Unterschied. Fügt wieder ein kleines Mosaiksteinchen hinzu in dem Kunstwerk, was dein Leben und deine Erfahrung dieses Lebens ist. Und vertrau einfach darauf. Geh einfach deinen Weg. Ja, das ist auch, hat auch was mit dem Gesetz der Resonanz zu tun, ne? Das, was mir begegnet, also so sehe ich das für mich immer, das, was mir begegnet oder passiert, das hat etwas mit mir zu tun. Und dann weiß ich auch, okay, ich muss mich kurz mal damit beschäftigen oder länger, je nachdem. Und dann hat sich das Ganze aufgelöst. Mit Glück. Was ich noch dazu sagen wollte, wegen der Vernunft, als Beispiel, man kann auch das mal auch einfach nur üben. Wir wissen ja, was alles so vernünftig ist. Es ist gut, wenn du das so und so machst und so und das ist schlecht und das ist böse. Und nur als kleines Beispiel, wir haben ja alle eine Wohnung oder ein Haus, je nachdem, und das hat ja Türen. Und es ist ja vernünftig, nach vorne sozusagen mit dem Gesicht voraus durch die Türe zu gehen. Und wenn man dann aber mal sagt, okay, jedes Mal, wenn ich eine Türe sehe, dann gehe ich rückwärts, dann fängt man schon mal an, das zu hinterfragen oder zu beweisen sogar, dass es nicht unbedingt vernünftig ist, nach vorne, sage ich jetzt mal, mit dem Gesicht voraus durch die Tür zu gehen, sondern tatsächlich auch, dass es funktioniert, wenn man auch rückwärts durch die Tür zu gehen. Das Gleiche gilt auch, wenn man dann halt in der Bahnhofstraße irgendwelche Geschäfte besucht, dann kann man genauso rückwärts durch die Türe gehen. Es funktioniert, definitiv. Kann ich euch versprechen. Klar, die Leute gucken ein bisschen komisch an, aber es funktioniert. Was passiert dann aber mit einem selber? Ne, das ist ja genau darum geht es ja. Es ist ja immer diese Wirkung, die auf einen auf einen eintrifft, letztendlich auf seine eigene Ideologie oder Vorstellung oder Wahrheit, indem wir einfach dann zeigen, nein, es geht auch anders. Und gerade dieses andere ist dann, wie soll man sagen, so was wie eine Aufhebung. Ne? Ich kann sowohl vorwärts als auch rückwärts durch die Tür gehen, hebe ich beide Sachen letztendlich auf und weiß, okay, dann, das kann ich. Und letztendlich bin ich nicht mehr davon abhängig, nur in eine bestimmte Richtung zu gehen. Nur so als Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele nach jedem hundertsten Schritt. Klar, Aufmerksamkeit, Übung. Aber nach jedem hundertsten Schritt macht man 5 Liegestützen, egal wo man ist. Solche Dinge halt, das hilft halt auch, nicht vernünftig zu sein, ohne dass man andere Menschen jetzt irgendwie verletzen muss. Ne? Natürlich immer berücksichtigen in der Richtung. Ja. Dazu fällt mir noch ein praktischer Ratschlag von Rudolf Steiner ein. Teil seines Schulungsweges sozusagen ist, dass man sich vornimmt, im Alltag bestimmte sinnlose Verrichtungen zu tun. Also Sachen, wo du keine Begründung wirklich für geben kannst, die du aber dir einfach angewöhnst. Und zwar einfach nur aus dem Prinzip, um dir etwas Neues anzugewöhnen, was eben nicht rein auf kausaler, rationaler, Gedankenarbeit beruht. Also da geht es wirklich um Kleinigkeiten, zum Beispiel irgendwie, ich
wenn jetzt jeden Tag um so und so viel Uhr, keine Ahnung, irgendwie den Blumentopf auf der Fensterbank nehmen und ihn ans andere Ende der Fensterbank stellen. Einfach nur aus Prinzip. Es bringt gar nichts. Also weder für die Blume noch für dich oder so. Das macht wirklich keinen Unterschied für dein bewusstes Empfinden. Aber du hast es dir einfach vorgenommen und ziehst es dann mal ein paar Wochen lang durch und machst es jeden Tag und legst auch Wert darauf, das zur richtigen Uhrzeit zu machen. Einfach nur, um dir anzugewöhnen, nicht immer nur aus Absicht zu handeln, sondern dich, also das ist vielleicht eine dieser Techniken, die man anwenden kann, um sich an das absichtslose Tun zu gewöhnen. Und da kann sich jeder ein bisschen kreativ selber was ausdenken. Einfach mal anfangen. Es sollen ja keine komplett außergewöhnlichen Sachen sein. Nichts, wo du jetzt irgendwie Probleme mit der Polizei für kriegst oder sowas. Sondern einfach mal Kleinigkeiten im Alltag machen, die komplett sinnlos sind. Aus Prinzip. Einfach nur, um dir das anzugewöhnen. Nicht aus Zweckmäßigkeit zu handeln. Also, das finde ich wirklich schön, dass du das Beispiel eben gebracht hast. Guten, ja, ich würde sagen, letzten Satz oder letzten Ratschlag jetzt in diesem Kontext mit dem, um das Weil zu überwinden. Das sind kleine Schritte, aber mit kleinen Schritten fängt auch der Marathon an. Genau. Und wenn ihr selber Vorschläge habt oder Ideen oder irgendwelche Anmerkungen, Kritik oder sowas in der Richtung zu unserem Podcast, gerne, gerne, gerne in die Kommentare rein. Seid mutig, ne? Mut ist eure Rüstung, voran, voran. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise Nacht, beziehungsweise Abend und so weiter und so fort. Oder ja, vielleicht hört ihr uns dann nicht mehr zu. Kann ja auch möglich sein. Und wünsche 93er Grüße. Dem schließe ich mich gerne an. Allen da draußen, Schuleim Aleichem. Und Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.